So, meine Damen und Herren, endlich ist es soweit. Neue Folge Feinte Pro. Erstmal dicke fette Props an dir für dieses unfassbar geile Format. Macht wirklich riesen Spaß, diese Folgen zu schauen. Und ich liebe es, darauf mit meinem Chat zu reagieren. Daraus wird auch auf jeden Fall eine Reaction kommen, ein Reaction-Video. Leute, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen darüber, wenn ihr ein Follow da lässt bei meinem Reaction-Kanal. Da werden jeden Tag Reactions hochgeladen, könnt ihr euch gerne reinziehen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich euch meine ehrliche Meinung gebe. Auch wenn es dem einen oder anderen nicht passt, ich werde immer straight und ehrlich meine Meinung sagen. Und so wird es auch immer bleiben. Lieber hart und manchmal vielleicht ein bisschen eklig als dreckig, hier in die Kamera zu lügen und euch etwas vorzumachen. Das bin ich nicht. Und jetzt viel Spaß mit der Reaction. Find the Pro Special Edition, soweit ich weiß. Let's go. Zwei kurze Hinweise. Erstens, wir spielen am Freitag gegen den Berliner AK. Dort mit der Find the Pro Mannschaft. Es ist sogar Weltmeister Kevin Großkreuz mit am Start. Tickets gibt es schon ab 5 Euro für Schüler und Studenten. Erwachsene zahlen 10 Euro. Ich glaube, das ist ein super fairer Preis. Tickets. Kann ich sagen, ich liebe dich oder so? Aber es haben wir in der Videobeschreibung. Ich bin auf jeden Fall bereit, gegen einen, gegen den Jury zu kämpfen. Bruder, wie fängt das bitte schon mal direkt an? Ich bin bereit, mit einem aus der Jury zu kämpfen? Mich forderst du heraus? Was hab ich gemacht? Bitte lass mich. Willst du jetzt gleich sagen, ich liebe dich oder so? Aber es haben wir so FC Levante hier, weißt du? Bruder, das, guck mal, warte, er erzählt, sein Vater hat sein Haus verkauft. Die sind 2.500 Kilometer nach Leganés gefahren, um da zu trainieren, um verarscht zu werden. Wie, das ist der dritte. Bruder, wie kann es sein, dass immer wieder Leganés genannt wird? Immer Leganés. Was ist denn da los? Was ist das für ein Verein, Leganés? Na, immer Leganés. Leganés hat alle hochgenommen. Jetzt. Ja, du bist verarscht. Wow. Da wollte einfach nur durch. Ja, da wollte. Weiß ich nicht. Was wird das denn jetzt, Bruder, ja? Weiß ich nicht, das ist zu viel. Das ist zu viel. Kopf durch die Wand. Freunde, neues YouTube-Video. Egal, wir gucken erstmal rein. Chat, ruhig bleiben. Wir gucken erstmal rein und wir gucken, was da jetzt passiert. Wir drehen heute nicht nur eine normale Folge Feinte Pro, sondern wir drehen heute, ja, Feinte Pro Special Edition. Es geht darum, den Nationalspieler zu erkennen. Alle Jungs erzählen uns, dass die Nationalspieler einer gewissen Nationalität sind. Nur einer sagt die Wahrheit. Ich, also meine Wenigkeit und die Jury, die heute mit zwei Bundesligaspielern bestückt ist, muss dann anhand verschiedener Challenges erkennen, wer es sein könnte. Wir haben den Player des Monats mit am Start und deshalb kommen wir direkt zur Jury-Vorstellung. Mein Name ist Dia, Fußball-Creator, und neben mir geht es spannend weiter. Ich bin Dennis Unner, Spieler von... Geiler Spieler, wirklich. Der hat gerade seine Prime, Digga. Sehr, und noch was dazu kommt. Ein sehr, sehr lieber Mensch, muss ich sagen. Wirklich sehr korrekt gewesen. Dennis, ich kannte ihn nicht vor... Also, persönlich kannte ich ihn nicht, habe ich ihn kennengelernt. Sehr cooler Typ, muss ich sagen. Props gehen raus. Cooler Typ. Und auch so sein Herz auf der Zunge. Ich glaube, der sagt auch sehr direkt, was er denkt und was er meint. Und mit so Menschen komme ich immer gut klar. VfB Stuttgart und dir, sein Freund. Und Spieler des Monats. Zeig nochmal die Karte, zeig nochmal ganz kurz. Mein Name ist Casey Rebel, ich bin Musiker und Security. Und was? Security. Ich bin Jamie Leveling und spiele auch beim VfB Stuttgart. So, Freunde, heute Nationalspieler-Edition. Auch passend. Guck mal, du wusstest. Erzähl mal ganz kurz, bevor wir jetzt anfangen, Challenge Nummer 1. Ich will das nur wissen, wenn du es nicht sagen darfst, schneiden wir es raus. Aber wie ist das? Nagelsmann ruft an, was sagt er? So, du gehst, war Nummer eingespeichert vorher, oder? Nee, doch, war vorher eingespeichert. Woher hast du die Nummer gefragt? Mein Trainer hat mir geschrieben, dass der Nagelsmann meine Nummer haben möchte. Ach, und geil. Hat mir dann seine auch separat geschickt. Und dann hast du gesehen, so dein Handy klingelt, siehst du Julian Nagelsmann? Ja, da war ich um 13 Uhr im Auto, Julian Nagelsmann. Ich war richtig nervös. Ehrlich? Ja, hast du so gezittert mit der Stimme? ist schon ein krasser Moment, Digga. Wenn so ein Nationaltrainer dich anruft, ist schon was Besonderes. Naja, gezittert nicht, aber ich war nervös, hab dann ein cooles Gespräch gehabt und den Rest sehen wir.
Ja, okay. Im März. Mal gucken, ob wir dann heute auch nochmal den Nationalspieler erkennen. Heute für euch auch ganz wichtig zu wissen, wir machen heute auch komplett neue Challenges. Aber bevor wir zu den Challenges kommen, kommen wir direkt erstmal zur Spielervorstellung. Jetzt geht's los. Let's fucking go. Ich bin bereit dafür. Ich heiße Arif, bin 18 Jahre alt, linker Verteidiger und aktueller deutscher U19-Nationalspieler. Nein. Ich bin 18 Jahre alt, linker Verteidiger und... Guck ich mir mal ganz kurz nochmal an. ...aktueller deutscher U19-Nationalspieler. Nein. Nein. Tut mir leid. Arif, nein, mein Bruder. Bei aller Liebe, tut mir leid. Was soll ich sagen? Nein. Eine ihr sagt es auch schon selber. Hi, mein Name ist Sean Nigit. Ich bin 20 Jahre, spiele für die türkische U21-Nationalmannschaft und bin Rechtsverteidiger. Sah okay aus, explosiv. War okay. Aleikum salam. Mein Name ist Antut. Aber U21, da muss er schon auch echt was drauf haben, wa? Jo, bin 18 Jahre alt und spiele für die U21 von Türkei. Wisst ihr, woran ich gerade denken muss, Chat? Es gibt ein Video auf Instagram. Es gibt ein Video auf Instagram von einer Hochzeit, wo ein Dunkelhäutiger, da steht dann so Untertitel so mäßig, wenn du das türkische Mädchen heiraten willst, und er fängt einfach an auf Türkisch zu singen, diese Hochzeitsdinger. Ja, türkisch singt. Warum sagst du aber Türkei? Warum sagst du Türkei? Sag doch irgendwie Kamerun oder... Es gibt halt nicht viele Türken. Es gibt halt nicht viele schwarze Türken. So, wisst ihr? Oder ich weiß nicht, ob ich schon überhaupt mal jemanden gesehen habe. Ich verstehe nicht. Dann ist es doch klar, dass man direkt schon denkt. So, wisst ihr, was ich meine? Mein Name ist Antonio, bin 18 Jahre alt. Wenn es am Ende stimmt, er heißt auch noch Antonio. Aber egal, wir warten ab. Und ich glaube, dafür ist er auch dann zu schwarz. Oder? Sonst müsste er Mischling sein. Ich weiß nicht, kenne ich einen dunkelhäutigen Türken? Ich kenne gar keinen. Und spiel für die U21 von Türkei. Aber auch so, wie er seine Arme unten lässt, schwierig. Habt ihr gesehen, was ich meine? Mein Name ist Antonio. Kasim, stimmt. Bin 18 Jahre alt und spiele für die U21. Ja, worüber reden wir, Jungs? Ja, es ist die ganz neue Folge. Von Türkei. Lippi. Schwer. Schwierig. Aber sehr, sehr sympathischer Dude. Mein Name ist John Akin, ich bin 19 Jahre alt, spiele im linken Flügel bei U21 von Bosnien. Okay. Hi, mein Name ist Abdul, bin 16 Jahre alt, spiele für die U17 für Libanon. Abdul Libnani! Bis jetzt hat mich noch gar keiner überzeugt, ne? Name ist Blair. Bis jetzt hat mich noch keiner überzeugt, wo ich sage, okay. Bin 21 Jahre alt, spiele oft im Sturm oder auf der 10 und spiele für U21 Kosovo. Das sah bis jetzt von allen, sah das so am, am Dings da raus, aus, am so, am flüssigsten, sage ich jetzt mal. Find ich. Hallo, ich bin der Arin Garza. Er sah so ein bisschen, ja, so gechillt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das sieht so, das finde ich. Hallo, ich bin der Arin Garza. Ich bin 18 Jahre alt. Ich spiele alle Positionen vorne und auf der 10. Und derzeit spiele ich in der U19-Nationalmannschaft des Irans. Das ist auch,
18 Jahre alt, ist auch nicht schlecht. Schon vorne und auf der 10. Und derzeit spiele ich in der U19-Nationalmannschaft des Irans. Das sah, ich glaube, ja, das sah wirklich, sage ich auch, bin ich da gleich Meinung wie ihr. Das sieht so ein bisschen am flüssigsten aus. Der und der Vorletzte, die anderen kann ich mir alle nicht vorstellen. Also es muss einer von den letzten beiden sein. So, jetzt haben wir... Würde ich sagen. Zu schmächtig, ja, aber es war einer von den letzten beiden. Für meine Meinung, ja? Jeder hat eine andere Meinung. Yannick. Alle Spieler durch. Erster optischer Eindruck. Dennis, willst du anfangen? Wer dir, welche zwei dir richtig gut gefallen oder wer es sein könnte? Meiner Meinung nach Sejan. Ich habe drei. Antonio und Can. Er hat stabile Waden, deswegen. Can aus Bosnien? Ja. Casey? Wer war nochmal Sejan? Warte. Abdul, nein, Can, nein, Antonio. Zeig mal nochmal Sejan. Hi, mein Name ist Sejan Yigit. Ich bin 20 Jahre, spiele für die türkische U21-Nationalmannschaft. Aber Leute, U21, das ist schon, das ist vor Profi. Das ist eins vor Profi, ne? Das ist eins vor Profi-Chat. Vergiss das nicht. Ich sag's extra nur. Und bin Rechtsverteidiger. Aber ja, er kommt schon wie ein Rechtsverteidiger rüber, ich sag euch ehrlich. Mein Name ist Antonio, bin 18 Jahre alt und spiele für die U21. Oder wenn er ist, ist geisteskrank. Von Türkei. Sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn er seine Arme so, er läuft halt so, er bewegt halt gar nicht seine Arme. Das ist ein bisschen, so ein bisschen, ja, so grobmotoriker. Mein Name ist Antonio, bin 18 Jahre alt. Und 18 auch noch. Spiel für die U21 von Türkei. Nein, beim besten Willen niemals. Naja, wir warten mal ab. Wir warten mal ab. Die richtig gut das, ist ja nur, das ist ja nur der erste Eindruck. Aber wer sein könnte? Wir warten erstmal ab. Das ist nur der meiner Meinung nach Sejan. Ich habe drei. Antonio und Can. Er hat stabile Waden, deswegen. Can aus Bosnien? Ja. Casey? Deine? Can, der Kollege links neben ihm, der 16-Jährige war das, glaube ich, ne? Abdul? Abdul, ja, genau. Ja, das sind so erstmal meine Favorites. Und ich will auch eine Sache sagen, ne? Ja. Mich triggert ein bisschen zum Beispiel der Antonio, ne? Wenn unser schwarzer Bruder zum Beispiel jetzt für, wenn er es nicht ist, dass er dann sagt, ich spiele für Türkei. Oder? Macht das dann, ist das dann nicht noch unglaubwürdiger? Das denke ich halt auch. Da hat halt Casey recht. Also warum wählt man das? Man wählt das und er weiß ganz genau, dass die Jury denken wird, hä? Ein Dunkelhäutiger, der für die türkische Nationalmannschaft spielt, ist ja selten. Muss man ja ehrlich sagen, ist ja selten. Wisst ihr, was ich meine? Wenn er lügen wollen würde, hätte er gesagt, ich spiele für... Genau, dann würde er sagen, Kamerun oder Ghana oder was weiß ich. Über Ausschlussverfahren gerade. Ja, ja. Wenn er lügen... Ja, oder er hat viele türkische Freunde und sowas und mag einfach... Keine Ahnung, wie so. Sag mal, Bruder. Um ehrlich zu sein, es ist schwierig. Weil, klar, wegen meiner Hautfarbe denkt man nicht direkt Türkei. Denkt man halt wirklich nicht. Ist halt so. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig für mich, Türkei zu sagen. Bist du in Türkei aufgewachsen oder hast du Familie? Nur geboren dort. Geboren dort, genau. Okay. Es war kein Kritikpunkt von ihm. Oder er ist wirklich geboren und hat da einfach einen türkischen Pass bekommen. So kann man es auch sehen. Eigentlich auch krass, ne? Wenn man so überlegt. Alles gut, nee, alles ja, gut, alles das, gut, nee. Das macht es, einfach, das weil wenn du lügen wollen würdest, das macht es realistischer für mich. Wenn du lügen wollen würdest, würdest du dir was anderes ausdenken. Würdest du irgendwas, nein, ey, das sage ich. Ich will auch niemandem zu nahe treten, wie gesagt, ey. Ich mag ihn jetzt schon. Jamie, deine Kandidaten? Ich sag hier in der Mitte, vorne. Sejan? Sejan, ja. Hast du noch einen zweiten oder würdest du bei Sejan bleiben erstmal? Erstmal bei ihm bleiben. Erstmal gucken, was sie so am Ball drauf haben. Meine Calls auch, ganz klar. Ach ja, stimmt, Simo, hast du recht. Stimmt, U21, die sind ja beide dann Türkei. Das heißt, einer von beiden ist ja, da kann ja gar nicht sein. Stimmt. Sejan sieht aus wie ein Fußballer, so dieses Tattoo Türkei. U21 ist natürlich ein Brett, aber kann ich mir vorstellen. Und Antonio, ich weiß nicht, seine Ausstrahlung, er sieht. Für mich ist er so ein rüdiger Typ, guck ihn dir an. Lass uns verdammt nochmal, nicht nächste Mal, 2 Stunden warten, wenn wir hier die ganze Zeit auf deine Folge warten. Hast du verstanden? Bist du live? Ja, ich bin live. Oder ich wollte YouTube gerade von A bis Z beleidigen. Ich weiß. Ich fühle das, wenn man so richtig viel Arbeit da reingesteckt hat und man will unbedingt, dass es hochlädt, ne? Und dann auf einmal klappt was nicht, man kriegt richtig Panik, ich weiß. Bruder,
ich habe einen Pullover an, da drunter ist Schweiß. So viele Nachrichten bekommen. Wo ist das Video? Ich wurde bedroht. Ja. Meine Haare sind gerade ausgefallen. Nein, geil. Wir gucken uns das jetzt an. Dankeschön. Okay, Bruder. Danke dir. Heide, ja? Ciao, ciao. Der will mich schlagen, habe ich das gesehen? Blick. Der Blick ist schon. Ich habe nur eine kurze Frage. Gerne. Ihr spielt ja beide in der U21. Digga, jetzt bin ich mal gespannt. Angeblich. Für die Türkei. Wer sagt jetzt die Wahrheit und wer nicht? Einer sagt ja die Wahrheit. Oder spielt ihr beide da? Er guckt schon so rüber. Also die Sache ist die. Ey, wir können reden darüber später. Wir müssen ja anhand der Challenge. Die spielerischen kann man ja dann sehen, wer spielt oder wer nicht. Welche Position hast du? Spielst du nochmal? Außenverteidiger. Außenverteidiger. Sehr, sag mal. Gute Konkurrenz kommt mit ihm, aber der Junge, der macht sehr gut. Einer sehr gut. Spiel. Sehr, wer sagt die Wahrheit? Also ich will jetzt ihm jetzt nicht die Chance wegnehmen oder so. Also ich will mich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu äußern. Also. Gut reagiert, finde ich. Sehr stark reagiert, finde ich. Gut gesprochen, oder? Ruhig, abgezockt. Sehr professionell. Falls er es wirklich ist, denkt er sich, scheiße, ich will den Jungen nicht... Der will jetzt auch mitmachen und sich zeigen und sowas, will ich ihn nicht wegnehmen. Ein studiertes Medientraining. Genau so hat es gesagt. Okay, dann haben wir unseren ersten optischen Eindruck. Das Schöne ist immer wieder, dass wir jetzt Fußball sehen können. Wie gesagt, heute echt extreme Challenge, zum Teil eine extreme Challenge. Ohne Scheiß jetzt, ich will nicht zu viel versprechen. Aber eine extreme Challenge haben wir dabei und ja, komplett auch neue Sachen dabei. Fangen aber relativ entspannt an, erstmal, um erstmal die Grundfähigkeiten zu sehen. Ball wird gleich in zwei Vierecke reingespielt, Ball an und Mitnahme, Dribbling. Und dann können die Spieler selber entscheiden, entweder gehen die in den Abschluss oder gehen die ins Dribbling gegen den Keeper. Also viel Spaß mit Challenge Nummer 1. So, Sayan spielt den Ball. Challenge Nummer 1, ganz wichtig, Ball an und Mitnahme, Ballerwartungshaltung. Da bin ich mal gespannt, was die Jungs jetzt hier zeigen. Wenn ihr ready seid, könnt ihr starten. Okay. Ah, okay. Deutschland U19, ne? Aber Deutschland U19, wenn ich halt das höre, dann sage ich halt sofort nein. Wenn ich halt höre, Deutschland U19, Bruder, da sind Bretter. Deutschland U19 ist unsere Zukunft. Ist okay, ja, sage ich auch so, aber ich sage, für Deutschland U19 ist es zu wenig. Ich glaube, dass er einen richtig guten linken Fuß hat. Taurex mit links? Aha. Wir haben den Profi. Oh, okay. Rechts wie links kann er. Ein guter Touch. Gut. Nee, bin ich raus. Nicht in die Mitte. Den platziert man. So kurz vorm Tor, den platziert man in die Ecke. Die Ecke ist komplett frei. Ja. Dennis, du hast Ahnung von Fußball, Junge. Da muss man reinschieben. Ja, danke, Arif. Sayan, jetzt time to shine. Jetzt bin ich mal gespannt, Digga. Auch guter Ball. Oh, ja. Oh, schöne. Also Abschluss hat mir nicht gefallen, das war einfach nur raufgebolzt, aber seine Annahme, ihr merkt sofort, das ist einfach ruhig. Er nimmt den Ball ruhig an, kontrolliert, er weiß, was er tut. Er ist Herrscher über seinen Körper mit dem Ball, das merkst du. Okay, das ist gut. Aber gute Bewegung. Aber Abschluss hat mir nicht gefallen. Und der Stopper war auch ein bisschen unflüssig, ja. Verteidiger. Okay. Jetzt Verteidiger. Da geht auch ein Stürmer durch, ne? Ja. Er hat auch gute Beine. Interessant auf jeden Fall. Okay, okay. Halten wir erstmal so fest. Ja. Ja, gerne. Antonio. Ah, Jimmy. Was? Nein. Spielt er die Bälle? Oh, so. Guter Abschluss. Auf gar keinen Fall, Bruder. Antonio, kein Disrespect, Brudi, aber auf gar keinen Fall. Also als Nationalspieler. Ey, die Leute, die auch, wenn die Spieler dieses Video sehen, was ich hier reacte, denkt nicht, ich meine damit, wenn ich Nein sage, ich finde euch schlecht, sondern ich sehe euch nicht als Nationalspieler. So will ich, dass es rüberkommt. Ich möchte nicht euch zu nahe treten und euch sagen, wie ihr seid kacke oder schlecht. Nein, ihr habt alle was drauf, meistens. Aber ihr seid keine Nationalspieler. Das ist das, was ich dann sage, wenn ich sage, schwer oder nein. Okay, nur nochmal zum Verständnis. Außenverteidiger. Nein, Bruder, kein Außenverteidiger nimmt den Ball so weit an, dass der Ball so weit wegspringt. Bruder, ich sage euch, ich nehme jetzt nicht mich als Beispiel, ich sage euch, ein gestandener U21-Türkei-Spieler, der würde von 10 Bällen, 9 Bällen perfekt vor sich
annehmen, weil das sind keine schwierigen Bälle. Das sind keine schwierigen Bälle. Schieß. Auf gar keinen Fall. Guter. Also Abschluss super, aber trotzdem nicht. Abschluss, Touch, aber mir, Touch stört mich so ein bisschen. Außenverteidiger. Ja. Aber trotzdem. Auch da? Ja, gerne. Gian, ja. Schlechter Ball, Annahme war trotzdem noch gut, finde ich. Bosnien, ne? Ja. Jetzt aber gut gemacht, wenn ich es richtig Dynamik dahinter auch. Okay. Gut. Auch gut noch. Also gut die Annahmen sind schön. Hingeholt. Nicht schlecht. Aha. Ja, der hat verstanden, man kann ins Dribbling gehen. Aber ist richtig. Okay, lassen wir erstmal stehen, aber ich glaube auch nicht. Jan. Jan heißt der, oder? Jan, genau. Jan, ja. Abdul Blair. Okay. Oh? Sogar sagt schwer. Giver. Hätte ich noch bei Giver gewonnen. Also kein Disrespect gegen mein Land, Libanon. Aber auch für Libanon Nationalmannschaft kann das nicht reichen. Das geht gar nicht. Kann auch nicht gegen meine libanesischen Brüder. Niemals. Abdul Blair. Okay. Oh? Sagt schwer. Gibt aber Bruder, er macht doch Ronaldo, ja. Hör doch mal auf damit, Bruder. Mach doch mal die einfachen Sachen. Mach doch, konzentrier dich mal auf die einfachen Sachen, Brudi. Den noch bei Gibt Erdogan. Mann, Digga, ich will das nicht. Egal. Er ist so heiß, Bruder. Ja, er ist heiß wie Frisse. Bist du so hibbelig. Der ist aber auch noch jung. Der ist 16 halt, ne? Annahme stark. Gut, ist nicht schlecht. Ja, ne? Also besser. Ich glaube auf jeden Fall schon zwei, die Bälle schlecht gespielt haben. Besser auf jeden Fall. Ich spiele jetzt auch nicht so krass drauf. Seine Beine machen mich nervös sogar. Profi ist, genau. Dass man vielleicht zwei, die auf jeden Fall keine Profis sind. Ja, die müssen raus, ja. Was macht der da? Schieß doch. Oh, ja. Oh. Hat aber lange gedauert, ey, bis du Ausfahrt gefunden hast. Okay, gerne. Warte. Du bist Stürmer, ne? Jetzt. Ja, aber trotzdem. Das. Weiß ich nicht, Chat. Ja. Jetzt muss kommen. Er hat getanzt. Ja. Gut geholt. Gute Annahme. Mal gucken, was jetzt abgeht. Aha. Gut. Okay. Hat mir nicht so. Okay. Slalom hat mir nicht so gefallen. Er ist ein guter Fußballer. Aber seine Annahmen sind echt clean. Als siehst du aus, Bruder, ich hab's auch nicht geschafft, Profi zu werden. Bruder, er ist richtig gut so. Annahmen sind clean, aber ich denke mir halt immer, ein Profi würde doch nicht so raufballern. Ein Profi würde doch nicht so raufballern, Chat, denke ich mir immer. Ein Profi würde den doch legen in die Ecken, oder nicht? Also scharf vielleicht doll, aber dann platziert. Bis jetzt der Beste finde ich auch Seyhan. Oder ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Der hat richtig diese Power-Shots. Das hat 5 Sekunden wieder. Kojiro Rigo. Das ist einer, wenn er sich fit macht, ist er richtig stark. Kann ja gut sein, ja. Ja. Abdul. Oh, Digga, wer spielt den Ball da? Wer ist derjenige, der den Ball da hinten spielt? Warte mal. Wer ist derjenige, der den Ball da hinten spielt? Habt ihr den Ball gesehen? Und die Körperhaltung? Guckt euch mal an, derjenige, der da hinten den Ball spielt. Abdul. Oh, Bruder. Nee. Habt ihr gesehen? Ist es der aus Libanon? Der libanesische Nationalspieler? Guckt euch mal seinen englischen Ball an. Ja. Abdul. Oh, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Merkt euch mal den Jungen, der ist es auf gar keinen Fall. Seine Bälle sind sehr verquatscht. Komisch, aber. Nein, das ist Abdul. Das ist der aus Libanon, ja. Richtig stark. Kann ja gut sein, ja. Ja. Hat gerade Dennis Ündorf gesagt, richtig schlecht? Abdul. Schwer. Komischer Ball. Richtig schlecht. Anderer Fuß? Ja. Was ist das für ein Ball? Er hat ein persönliches Problem mit dir. Schneller Einwurf. Der muss raus. Mhm. Wie hat Abdul? Ja, ach, er meint Abdul damit. Chat, er meint Abdul damit. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Er meinte richtig schlecht zu Abdul wegen dem englischen Ball. So wie ich es auch sofort gesagt habe. Okay, jetzt aber. Alter, der fliegt fast hin beim Passen. Habt ihr es gesehen? Schon wieder. Schade, dass sie es nicht komplett zeigen. Guck mal.
Okay, jetzt aber. Oh, macht er gut. Den. Nee, finde ich gar nicht. Also. Ah! Oh, das sah aber geil. Schnelle Beine hat er. Ich höre, der ist nicht weg. Ja, der ist. Mir gefällt nur seine Socken nicht wohl. Ja, die Socken. Schieß, schieß. Oh. Aber jetzt schnelle Beine. Bruder, sein Elastico war wirklich nice. Ich sag ehrlich, der Elastico hat mir echt gefallen. Freunde, heute die letzte Möglichkeit, vor Weihnachten ein pünktliches Weihnachtsgeschenk zu bekommen. Allah, ich liebe dir, ja. Ich liebe dir, Bruder, ich. Komm, ihr habt hier die garantierte Lieferung vor Weihnachten. FitGun, auch so günstig wie noch nie, ist der absolute Super-Sale, weil es gibt die FitGun jetzt ab 60 Euro. Mit dem Code DIA50, Freunde, spart ihr satte 50%. 50% sparen, Leute. Hilft super gegen Muskelverspannung, Zerrung und Verhärtung. Also ein tolles Gerät, Freunde, ein super Weihnachtsgeschenk und jetzt ganz schnell noch sichern, bevor es zu spät ist. Okay, Freunde, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Jeder trifft sie für sich selber. Jamie, fang du mal gerne an. Welche? Ich fang an. Deine also, zwei wählen wir raus, ne? Zwei, okay. Ich habe das hier mit Noten gemacht. Arif, Deutschland U19, weiß nicht so. Also nichts gegen dich, aber ich habe bei dir eine 3- gemacht, deswegen wärst du bei mir raus. Und Jan, habe ich auch 3- gemacht, deswegen wärt ihr beide bei mir raus. Okay. Also für mich wäre ganz klar Abdul raus. Ich habe die immer alle nicht im Überblick. Und der andere türkische Nationalspieler, der Antonio. Also ich kann mich noch nicht ganz festlegen, so wen ich favorisiere. Ich fand Antonio, du hast gut gemacht. Seyhan. Fand ich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Fand ich richtig stark. Seyhan finde ich auch, hat es am cleansten gemacht, am cleansten. Tabelle, die du gespielt hast. Wo ich ein bisschen so ein kleines Minus notiert habe, war bei Abdul, bei Can und bei Blair. Bei Abdul, die Bälle, die du gespielt hast, die haben mir nicht gefallen. Bruder, die Bälle von Abdul waren skrupellos. Also da ging es jetzt gar nicht so um das 1-1 oder um die Annahme. Bei Blair genau das Gleiche. Die Bälle, die ihr gespielt habt, so. Ich guck mal, was ihr noch sagt. Also das sind meine 3 Minuspunkte. Ja, ich habe auch 3 Kandidaten. Can ist für mich auf jeden Fall raus. Den fand ich mit. Das war meiner Meinung nach der schlechteste. Ja, fand ich auch. Also ich fand auch Can, Abdul und Antonio. Von allen? So hart formuliert, aber nein, was ehrlich. Ja, ich muss ehrlich sein. Nein, also du musst von allen. Ich muss das auch so durchmachen, deswegen. Play of the month. Ich muss sagen, Abdul, dein Durchgang war eigentlich nicht schlecht, war eigentlich gut. Aber deine Diagonalbälle waren Cutter. Und ja, boah, Dennis, boah, sehr direkt heute. Dennis, sehr direkt heute, aber mag ich. Und Blair, du hast eine gute Technik, du hast einen guten Abschluss, aber ich weiß nicht, deine Statur gefällt, weiß ich nicht, ob das wirklich. Also das ist das Einzige, was mir so Sorgen bereitet, wo ich sage, aber von der Ausführung her und alles war es eigentlich top. Abdul, deine Ausführung war auch gut, nur die Diagonalbälle. Und Ari, ich habe nur eine Frage an dich. Deine Socken, warum hast du deine Socken so. So komisch. Wir hätten dich fast rausgeknallt, ja. Nur wegen den Socken. Ich sag's dir ehrlich. Ich bin überzeugt, aber fußballerisch. Weil wenn du guckst, jeder hat Socken und lang gezogen, jeder einzelne. Genau, bei mir generell, ich bin so einfach als Mensch, also auch in meiner Mannschaft. Meine Kollegen regen sich auch drüber auf, aber ich ziehe halt so meine Sachen einfach an und gehe Fußball spielen und irgendwie, ich weiß nicht, ich mach das einfach und ich habe mir nie so Gedanken gemacht. Sympathisch. Ich weiß, es sieht nicht so gut aus, aber ich spiele halt einfach dann und dann vergesse ich es irgendwie und wie gesagt, in meiner Mannschaft ist es wirklich auch, dass sich da Leute so drüber aufregen und sagen, Arin, wie geht das, U19 und... Wo spielst du? Also Verein oder? Verein. 60. Alles klar, gute Antwort. Ja, also meine Kandidaten, also Can habe ich auf jeden Fall raus. Bei Abdul und Blair kann ich mich nicht entscheiden. Ja, schwer. Ich hätte auch Can rausgewählt. Fand seinen Durchgang. Ich finde gut, wie ehrlich Dennis jetzt ist. Ich finde gut, dass die Jury auch mal... Damit es halt nicht immer vorkommt, dass immer irgendwie einer in einer Folge, auch wenn es eklig klingt, was ich jetzt sage, dass nicht immer jemand danach einer neuen Chance bettelt, sozusagen. Nein, sei ruhig straight, sei ehrlich. Wenn du es gut machst, dann machst du es gut. Wenn du es nicht gut machst, dann machst du es halt nicht gut. Dann ist es halt so. Punkt aus Ende. Nicht schlecht, aber es war von allen, der am wenigsten mich überzeugt hat. Und dann bin ich auch zwischen Abdul und Blair. Abdul, seinen Durchgang fand ich, als er selber aktiv war, besser als der von Blair sogar. Oder ähnlich stark, aber ich fand Blair seine Bälle zumindest besser als die von Abdul. Deshalb meine Streichkandidaten Abdul und Can. Ich glaube, Can hat jeder, oder? Can haben wir alle. Ja. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich habe Arif. Ne? Ich fand Arif aber noch gut. So. Ich fand den Deutschland U19. Ja, das hoch. Das ist halt die Sache. Jamie hat recht. Er weiß ganz genau, was da.
für Spieler spielen. Bruder, Deutschland 19. Da spielen meistens schon Spieler, die Stamm spielen bei ihren Profi, bei ihrer Mannschaft im Verein. Die spielen meistens schon zweite oder erste Liga Stamm und 19 Spieler. Mit 18. Wirklich. So denke ich halt. Und das weiß halt auch Jamie. Aber ich fand ihn so linker Fuß, ich kann mir was vorstellen. Ja, das Problem ist, bei Kosovo kann es echt sein, dass er auch bei Kosovo spielt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Nationalmannschaft ist bei Kosovo, so von der Qualität her. Aber so ein großer Albaner auf jeden Fall, Shqiptar. Zur Info, ich habe noch U16 und U17 Deutschland gespielt, also für die Jugendnationalmannschaft. Okay. Und dann bist du nach Kosovo, bin ich jetzt erst im November meine ersten Länderspiele gemacht. Die haben halt ganz halt angerufen. Ich hatte halt immer noch die Hoffnung. Genau, Wadenbeißer. Aber jetzt habe ich mich für Kosovo entschieden, weil ja auch meine Eltern dort geworden sind. Und ja. Er hat einen guten Abschluss, muss ich sagen. Abdul, war sein Durchgang war auch gut, aber die Diagos waren. Boah. Digga, die waren wirklich Katte, wie er sagt. Die waren eine absolute Katte. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr recht. Mit den Diagobälle war auf jeden Fall sehr Schmutz. Bruder, kein Fußballer, der Nationalspieler ist, macht so eine Diagos, wo man fast hinfällt. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das hast du einfach ein Gefühl, dass du die einfach aus dem Dings daraus schlägst. Aber diese Bälle sind auf jeden Fall sehr, sehr platt. Du kannst mir auch glauben, du kannst auch anfassen. Aber die anderen haben doch auch die gleichen Bälle genutzt. Jeder hat doch die gleichen Bälle. Ja, so. Das genau, wenn ich sage, der Kunstrasen aber ist auf einmal. Er ist der Jüngste, ne? Könnt ihr den neuesten EM-Ball hinstellen? Dass wir, also ich kann diese Ausreden nicht mehr hören. Mal, wir reden über Nationalspieler, oder? Das waren ja, normale, einfache Bälle. Du redest doch nicht über den Ball, dass du den Ball schlecht redest. Na, Abdul, nichts. Die Ausrede lassen die Bälle. Sayan hat super Bälle gespielt, Antonio, alles. Hätten ja auch sagen können, platte Bälle. Ich glaube, es ist die grundlegende Technik, die bei den, egal welcher Ball, das ist nicht böse gemeint, aber egal welchen Ball wir dir hinstellen würden, es wird nicht besser werden. Du hast es gut gemacht im Dribbling, alles super. Ich glaube auch, dass du ein guter 1 gegen 1 Spieler bist, aber die englischen oder die Diagonalbälle, die kannst du nicht gut spielen. Und das haben wir aus den Durchgängen schon gesehen und ich glaube nicht, dass es ansatzweise am Ball lag, sonst hätten die anderen auch schlechte Bälle gespielt. Die haben aber gute Bälle gespielt. Ja, also, was sollen wir jetzt machen? Nochmal? Er sagt, was sollen wir jetzt machen? Oh, unangenehm. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Hast du das gewählt? Ich habe Abdul und Can gewählt. Aus dem Grund nicht, weil Abdul und Blair fand ich vom Durchgang her ungefähr gleich stark. Waren beide gut, aber Blair seine Bälle waren besser, Diagonalbälle waren besser als die von Abdul, deshalb für Abdul. Die Diagonalbälle waren schon jetzt ein bisschen Schrott und so. Aber ich sag mal, so ein 1 gegen 1 könntet ihr auch ein bisschen besser sehen, wer jetzt vielleicht. Vorher schon gesagt, ich mag das nicht, dieses Umchancen. Wegen mir nein, aber wenn ich lasse mich gerne überstimmen. Ihr sagt, ihr wollt unbedingt noch eine Chance geben, macht, aber wegen mir nein. Aber ändert das jetzt was an der Entscheidung? Ja. Weil eigentlich. Sorry nochmal, ja, aber wir können ja noch einmal 1 gegen 1 machen und dann siehst du nochmal die Bälle. Ja, ich dachte, er will ihn gerade angreifen mit seinem. Boah. Eine Chance geben, macht, aber wegen mir nein. Aber ändert das jetzt was an der Entscheidung? Ja. Weil eigentlich. Sorry nochmal, ja, aber wir können ja noch einmal 1 gegen 1 machen und dann siehst du nochmal die Bälle. Ja, ich brauche eigentlich nichts zu sehen, aber wenn die Jungs unbedingt wollen und wenn die sagen, ey, die wollen euch eine Chance geben, ich will nicht der Herzlose alleine sein, aber ich sag das mir wegen mir nicht unbedingt. Nee, dann macht der gleich eine krasse Runde und dann aber gerade in der Runde, wo jeder eigentlich abliefern musste. Also wir haben nicht so krasse Fragezeichen im Kopf, von meiner Seite aus auch, muss nicht sein. Ich bin euch ehrlich, ich komme von Schwerte, vielleicht habt ihr auch schon gehört. Ich bin seit 3 Uhr unterwegs und wollte auf jeden Fall was hier zeigen. Wo ist Schwerte? Schwerte ist 40 Kilometer weit noch von Dortmund Richtung Sauerland. Ich bin auf jeden Fall sehr weit gefahren, ich hatte auf jeden Fall nicht so genug Schlaf, auf jeden Fall Zug. Der eine hört Musikbox, ich konnte auf jeden Fall nicht so gut schlafen. Ich weiß nicht, wenn du mich um 4 Uhr morgens wächst und sagst, spiel mal in Diagonal. Ich schwöre auf alles, ach, Dennis und das. Ey, der Junge gefällt mir. Der Junge gefällt mir. Ich sage euch, wenn ich will nicht immer mich nennen, weil sonst kommt immer bei der Reaction in den Kommentaren, ja, denkst du, du spielst Kreisliga und keine Ahnung was. Sag, wenn du mich wächst um 3 Uhr morgens und ich bin fit mit meinen Beinen, du legst mir den Ball hin, ich schwöre, es sieht bei mir nicht so aus und ich kann dir von 10 Diagos spiele ich die 8 Diagos sauber. Vielleicht 7. Ist so. Und genau das sagt, will jetzt Dennis Undorf sagen, es steckt einfach in dir drinne. Entweder du hast diese Qualität dafür oder du hast sie nicht. Ganz einfach, Punkt aus Ende. Ja, ich finde, wie Dennis hier reagiert, super. Einfach ehrlich und direkt. Und jeder, der von euch jetzt hier gerade im Chat ist und jeder von euch, der auch Fußball zocken kann und ein geiler Kicker ist, jeder von euch würde das Gleiche sagen. Jeder von euch würde sagen, ey, wenn du mich schon 3 Uhr morgens wächst, ich stehe so auf.
und du gibst mir 20 Sekunden, 10 Sekunden und legst mir den Ball hin, dann kann jeder von euch, der auch Ahnung hat von Fußball und auch zocken kann, kann er von 10 Diagos 7 ordentlich spielen. Nallball. Dann hast du ja trotzdem die richtige Haltung. Das ist es. Du hast die richtige Haltung. Ich schwöre, Dennis, ich küsse dein Herz. Er sagt perfekt, was ich denke und fühle. Krank. Seine Haltung nicht gefallen. Aber er ist fast hingefallen bei seinem Diago. Er ist fast runtergefallen. Aber wenn ihr sagt, wenn er bei der... Ich bin auf jeden Fall bereit, gegen den Jury zu kämpfen. Wir sollen nicht kämpfen, ne? wenn ihr wollt, mir ist es egal, ey, ich bin offen. Ja, dann schalt du, Bro. Das ist dein Format. Bruder, das ist mein Format. Ist mal leicht gesagt, mach du mal. Der hat jetzt richtig kämpft, entweder du gehst. Ich würde ihn am liebsten sagen, stell dich mal auf die andere Seite und spiel mal einfach nur 10 Diagos. Oder 5. Ja, ich fordere dich heraus. Mich forderst du heraus? Ja. Was hab ich gemacht? Ja, bitte lass mich. Also ich bin alt, Bruder, ich brauche noch nicht Fußball spielen, aber... Ich spiel mal gegen ihn jetzt, Mann. Komm, spiel du kriegst einmal offensiv gegen Sayan und einmal defensiv gegen Sayan. Ich war nur, dass, weil Sayan für mich auch mit einer der Stärkste war, werde ich dir sagen, dass er... Okay. Du wolltest ja dich gegen den Besten. Alles gut. Gegen einen der Besten und für mich ist Sayan mit einer der Besten. Gib den Jungen auch nochmal eine Aktion, den Jan. Nicht, dass er da verzweifelt da steht. Gib beiden ein. Also ich verstehe, dass die Jungs sagen, ich verstehe das voll, ja. Dass sie sagen, ey, ich bin voll weit gefahren, ich habe wenig Schlaf. Aber die müssen ja auch damit rechnen, dass es passieren kann. Die müssen ja damit rechnen. Ich verstehe es schon, dass sie auch darum kämpfen, dass sie ihre Chance bekommen. Aber im Umkehrschluss denke ich mir halt, dass sie wissen, glaube ich, dass dieses immer Betteln um diese Chance auch bei den Leuten nicht gut ankommt im Internet. Wisst ihr, wie ich meine? Akzeptiere es, scheiße gelaufen, einfach raus. Beide gegen den Besten könnt ihr mal, dann könnt ihr euch gegen den Besten mal messen. Warte. Egal. Mach. Das ist ein. Bruder, Sayhan, das ist. Guck mal. Also, was soll ich euch sagen? Guck mal, wie er steht. Guck mal, wie er zum Ball steht. Guck mal, wie er einen kleinen Flugball spielt, sag ich jetzt mal. Warte. Einfach Bob clean. Und das sage ich. So eine. Die kannst du auch um 3 Uhr morgens, wenn du mich wächst, nach 20 Sekunden und jeder von euch, der Ahnung hat, würde das auch machen. Egal, mach 2 Aktionen. Was war das mit der Hand? Ich weiß nicht, ich wollte Ronaldo machen. Ja. Mach mal weiter. Ich bin so hektisch. Er ist hektisch auf jeden Fall. Ja. Okay. Sehr stabil, ja. Und nochmal gucken. Aber er hat es nicht mal schlecht gemacht. Ich finde, er hat es nicht mal schlecht gemacht. Der Stürmer. War in Ordnung. Ich weiß nicht, ich wollte Ronaldo machen. Ja. Ja, hat er nochmal Ronaldo gemacht? Nein, oder? Na, hat er schon wieder so gemacht? Hör mal auf, bitte nicht. Warte. Egal, mach. Digga, ja. Abdul, hör doch auf, mein Bruder. Hör doch mal auf. 2 Aktionen. Was war ich mit der Hand? Richtiger Libanese. Ich weiß nicht. Aber die Aktion war nicht mal schlecht, ich bin ehrlich. War okay. Mach mal weiter. Ich bin so hektisch. Er ist hektisch auf jeden Fall. Aber... Ja. Okay. Aber nicht schlecht. Macht auch gut rechts zu. Immer diese Shabab-Habi. Reich. Stark verteidigt. Willst du noch, lass ihn einmal verteidigen noch und dann das ist halt Außenspieler, der kann halt nicht so gut verteidigen, wahrscheinlich wie ein Verteidiger. Guck mal. Der Ball ist. Das ist ziemlich. Also bei aller Liebe, Bruder. Bei aller Liebe. Das sieht einfach komisch aus, keine Ahnung. Guck mal, diese Shabab-Habi. Reich. Willst du noch, lass ihn einmal verteidigen noch und dann das ist halt gut. Außenspieler, der kann halt nicht so gut verteidigen, wahrscheinlich wie ein Verteidiger. Guck mal. Der Ball ist. Ist oh, das sind doch keine Flanken, aber die haben. Boah, der ist gut. Okay, reicht schon. Boah, hat er gut gemacht, aber. Aber wie spielt, soll ich mal aufstehen, einen englischen Ball zeigen, wie man. Ja, das meine ich ja. Also. Warte mal. Aus dem FF kann ich dem. Ich rede mit meinem Fuß. Sam, wir wollen keinen Zweikampf mehr. Spiel mal nur diagonalen Ball. Nur einen diagonalen Ball. Nee. Willst du machen? Mach, zeig du. So, nochmal. Dia! Zieh nicht in dein Dings da ein und mach einen Flugball. Ich rede mit meinem Fuß. Sam, wir wollen keinen Zweikampf. Boah, hat er gut gemacht, aber. Aber wie soll ich mal aufstehen? Einen englischen Ball zeigen, wie man. Ja, das meine ich ja. Also. Warte mal. Aus dem FF kann ich dem. Ich rede mit meinem Fuß. Sam, wir wollen keinen Zweikampf mehr. Spiel mal nur diagonalen Ball.
Nur diagonal. Diagonal. Nein, Bruder. Willst du machen? Mach, zeig. Digga, Alter, zieh nicht deinen Dings ein und steh auf und mach einen Flugball da. Warum ich? Du bist Profifußballer. Nein, Bruder, ich hab einen Schuh. Nein, ich war nicht. Dennis, zeig bitte einmal. Zeig mal bitte. Ja, das krieg ich. Nein, nein. Es reicht nicht, ich weiß nicht, meine Füße. Martin hat dir nichts getan. Steh mal auf, zeig mal bitte einmal. Nein, Bruder. Nein, steh auf, zeig du. Wir zeigen einmal die Laceboard. Du zeigst eigentlich. Die Laceboard, sagt er. Zeig. Ja, geh. Du zeigst auch. Okay, warte. Lass bitte einmal nur. Ich zeig's. Bin ich gespannt. Ich sag, guck mal, ich bin 6. Ligaspieler, Fußballer gewesen, weißt du? Zeig mal dein T-Shirt. Du hast ihn relativ unkontrolliert ständig so gespielt. Weißt du? So hoch. Wir wollen da Druck. Champion, was geht mein Bruder? Kinder haben, das heißt. Nie schon mal gespielt. Serhan, kannst du mal? Ja. Ah, der ist gut. Serhan. Du darfst jetzt nicht verkacken, dir. Du darfst jetzt nicht verkacken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, aber ich will. Oh, mein dir. Sogar 6. Nein, 6. Liga Herren. Weißt du, das war Max. Ich spiele Delay Sports Kreisliga B. Ich bin froh, dass das funktioniert hat, aber. Ist er nicht? Oh, mein dir. Sogar 6. Nein, 6. Liga Herren. Weißt du, das war Max. Ich spiele Delay Sports Kreisliga B. Ich bin froh, dass das funktioniert hat, aber. Ist er nicht raus? Nicht raus, nein. Ich würde ihn noch weiterlassen. Oh, Jamie, hör mal auf. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich hab Haare draußen, wegen Deutschland. Ja? Ja, safe. Ja, danke, das reicht. Er ist auch nichts. Auch kein geiler Ball, aber den nimmt er. Also Schuss fatal, aber die Bewegung und Vorbeigehen fand ich eigentlich nicht schlecht. Um ehrlich zu sein. Ja, danke, das reicht. Er ist auch nichts. Auch kein geiler Ball, aber den nimmt er. Seid mal ehrlich, der Bewegungsablauf, so vorbeigehen und Übersteiger, war vollkommen in Ordnung, finde ich. Auch kein guter Ball. Aber den pflückt er echt nicht verkehrt. Aber seine... Boah, das ist aber cool. Das ist... Wenn ihr jetzt errät, was ich jetzt bei diesem Durchgang von dem Angreifer komisch finde oder was mich verwirrt, krass, wenn ihr es erratet. Sagt man errat oder errät. Krass, wenn ihr das checkt. Auch kein guter Ball. Was stört mich? Aber den pflückt er echt nicht verkehrt. Boah, das ist aber cool. Das ist teilig. Ja, alles gut. Jan, alles gut. Warte, Antonio, zeig mal bitte einmal nochmal Körper. Ich hab's jetzt noch nicht richtig gelesen. Wisst ihr, was mich stört? Mich stört erstmal. Also die Annahme stört mich ein bisschen. Und guck mal das hier. Guck mal seinen rechten Fuß, wie er den Ball. Guck mal, der hat gar keine Kontrolle über den Ball. Seht ihr das? Er hat gar keine Kontrolle über den Ball. Die Hand ist egal. Aber guck mal, wo er den Ball mitnimmt. Guck mal, seht ihr das? Er hat ihn nicht unter Kontrolle. Zweite Mal, schafft er immer noch nicht. Er berührt den Ball nicht mal. Ich weiß, ich bin sehr pingelig und ich weiß, ich übertreibe auch ein bisschen, aber versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Guck mal. Keine Kontrolle. Immer noch keine Kontrolle. Immer noch keine Kontrolle, richtig. Jetzt hat er erst Kontrolle über den Ball. Jetzt. Jetzt hat er erst Kontrolle über den Ball, wo er nicht mal einen Meter vom Gegner steht. Ich weiß, ich bin sehr pingelig und ich übertreibe auch, aber... Ja, und das ist halt auch, ja. Boah, das ist aber cool. Das ist teilig. Ja, alles gut. Jan, alles gut. Warte, safe, Tim. Tim, zeig mal bitte einmal nochmal Körper für Cam. Guck mal, wie trocken. Ach, Jamie, deiner stärker, Bruder. Das ist Antonio Rüdiger, zeigen. Digga. Du willst dich zeigen? Weil du hast stabile Bro. Das stimmt. Auch Brust, Bruder, der ist High One, ne? Echt? Denke ich mal Spaß, der ist ein richtiger Ochse. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass der so richtig so diszipliniert Krafttraining, Ernährung und so. Also habe ich viel gemacht, aber... Oder so. Kann man sehen, oder? Nicht vor Kamera. Nicht vor Kamera. Ja, also... Ja, okay, jetzt Stechen gesehen. Bleib bei meiner Meinung. Ich bleib auch, also... Abdul und Jan leider. Mich hat sich alles nur noch bestätigt. Ich bleib bei Jan, Abdul und Blair Tatisch. Ja, die beiden. Abdul Jan, sagst du, also... Ich sag auch Abdul Jan, ja. Abdul Jan. Lass uns den gemeinsamen Nenner nehmen. Also wir zwei Namen haben, die... Also ich glaube, wer nicht sagt, dass Abdul rausgeht mit diesen Flugbällen, der hat... Ich will nicht übertreiben, Chat, aber der hat jegliche Kontrolle über sein Fußballwissen verloren. Also da könnt ihr mir...
wie soll ich es anders bewerten, Chat? Alle überall draufstehen, dann lass gar nicht. Er hat jemand anderes, aber wir drei haben Ari. Abdul und Can. Ich bleibe auch bei Abdul und Can. Ich bleibe bei Abdul und Can. Also Abdul selbst und ohne Fußballwissen, ja. Ja. Und so. Jamie wollen dich nicht überreden, denn du hast. Nein, ich bleib bei Arif und Can. Okay, aber. Krass. Boah, das ist crazy. Dann haben wir 3-1 sich überstimmt. Ja, dann. Aber die anderen, ja. Jamie Profi, Bruder, sogar guter Profi. Nein. Aber das waren jetzt mittlerweile auch 6 lange Bälle. Ja. Bro, vielleicht bist du der Pro, dann sind wir, liegen wir falsch. Aber außer wir können ja nur das bewerten, was wir sehen. Dann liegst du schon falsch. Oh. Okay. Oh. Jetzt hast du nochmal. Sollen wir noch eine Runde machen? Ich weiß nicht, der redet so viel, deswegen. Ja, der redet, aber ich. Und der ist, schwöre, der ist 17. 16. Also, du willst ihn weiter sagen? Nein. Wo spielst du Fußball im Verein? Verein? Levante, Spanien. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Wie heißen die? Bruder, er hat einfach aus Levante, er hat einfach Mante mit dran gehangen, hat einfach, glaube ich, in Levante Mante gegessen. Juhu! Einfach Levanti. Welche Wapchischi? Einfach Levanti draus gemacht. Ja, Digga, jetzt ist vorbei. Also jetzt hat auch Jamie gemerkt, reicht. Spanien. Sag mal Levanti oder sag mal Levante? Levante, Levante, auf jeden Fall beides das gleiche Obst, aber du spielst da. Okay. Ja. Welche Liga? Dings der erste, B. B. Wie heißen die? FC oder wie heißen die? Hä? SV Levanti. Wie? SV Levanti. SV Levanti in Spanien. Wow, Bruder, Hilfe. SV Levanti. Bruder, bereite dich doch wenigstens darauf vor, dass du da hingehst. FC Levanti. Aber Levanti. Levante. SV oder FC? Spanien. Ja. Aber das ist nicht. Heißen die nicht UD oder UD, ja, genau. UD Levante. Nein. Nee, sicher? Also ich kenne UD Levante. Ich kenne vor allem Levanti nicht. Ja. Bruder, erstmal SC Levante, dann. Oh mein Gott. Levante. Bro, lass mal uns jetzt nicht so verunsichern. Willst du jetzt gleich sagen, ich liebe dich oder so? Aber es haben wir so FC Levante heißt. Ich kann nicht mal, Digga, diese Reactions auf Find the Pro sind so geil. Ich schwöre, ich liebe das. Ey, es macht so Spaß, auf diese Folgen zu reacten. Ich schwöre, es gibt nichts Krasseres. Na, alles gut. Nein, du musst nicht. Was ist, kann ich googeln? Nein, googeln ist hier. Levante, nur Levante. Ich akzeptiere auf jeden Fall, was ihr sagt. Aber ist auf jeden Fall nichts, das hat jetzt nichts mit lange Bälle zu tun. Aber wenn es. Wenn es um lange Bälle geht, dann halt geht es halt um lange Bälle. Ja, die heißen UD Levante. Ja. UD Levante? Ja. Also mit Spitznamen habe ich eigentlich gar nichts zu tun, aber Levante heißt eigentlich. Oder ich sag dir ehrlich, wenn du beim Verein spielst, dann musst du den Namen wissen. Das ist wie wenn ich sage Stuttgart und ich würde sagen FC Stuttgart. Aber ich spiele ja seit 9 da. Ich würde halt 9 ja, dann musst du das doch erst recht wissen. Dann hast du ganz deinen Kontakt mit dem Verein. Jetzt gerade seit 9. Also, einfach wenn du auch sagst, wo spielst du Dortmund? Sagst du auch nicht Borussia Dortmund, so Dortmund. Ja, aber so wenn man dich dann fragt, dann sagst du ja auch nicht FC Dortmund. Boah, Dennis Bravo. Das sind halt verschiedene Sprachen, so ich weiß sowas nicht. Also jetzt ehrlich, also das ist meine Meinung. Also, lach doch einfach und lass einfach gut sein jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Einfach jetzt so lachen, an seiner Stelle würde ich einfach lachen und sagen, okay, ihr habt mich aufgedeckt. Reicht doch. Reite dich nicht immer noch weiter rein. Du gehst immer weiter rein. Lass es einfach. Wie gesagt, lass mal dieses ganze Gerede mal auch weg. Fußballerisch für mich bleibe ich Abdul Can, das meine ich. Es geht auch die langen Bälle. Libanon, er ist jung. Ich fand dich nicht schlecht, nicht falsch, also verstehe mich nicht falsch. Ich fand dich nicht schlecht, aber könnte sogar sein, Libanon U17, weil ich das Niveau 0,0 einschätzen kann. Aber ich sage, im Verhältnis zu den anderen, du hast ja nochmal eine Chance bekommen und trotz der Chance war das jetzt nicht ein Feuerwerk, wo ich gesagt habe, oh, den Jungen will ich nochmal weitersehen. Ist ja schon mal passiert, wo ich gesagt habe, stechen und der Junge hat auf einmal komplett performt, dann ist einer weitergekommen. Nach wie vor sage ich nein, da war Sayan zum Beispiel, auch klar ist er älter, aber das ist, dabei habe ich mehr Vorstellungskraft. Eine Offensivaktion auch easy vorbeigekommen und so, das hat er in 2-3 Aktionen nicht gemacht. 4 Jahre Unterschied, ja. Ja, das verstehe ich ja auch. Bro, aber wir können ja auch nur wenn du 4 Jahre sagen, was wir sehen. Wenn du 4 Jahre mehr trainierst als den anderen, natürlich siehst du natürlich den größten Unterschied schon. Hat er ja recht mit dem Alter, okay, 16 Jahre ist jung, ja, aber... Das Alter ist, sowieso, das ist 100%. Da würde ich dir sogar recht geben, ja, aber trotzdem, Vorstellungskraft, glaube ich dir das irgendwie nicht. Von wo bist du hingewechselt? Hä? Von wo bist du da hingewechselt? Also ich habe hier in Deutschland gespielt,
Wo? Neheim, vielleicht habt ihr gehört, Neheim. Mein Vater, Freund, der meinte, du hast auf jeden Fall Potenzial. Okay. Wie das heißt auf jeden Fall? Potenzial. Ja. Potenzial. Potenzial. Dielmann, danke. Danke für 5, Dielmann. Danke, mein Bruder. Danke für 5, mein Bruderherz. Bruder, also bei aller Liebe, das ist alles andere, aber nicht asozial, was ich hier mache, weil er hört auch nicht auf. Er macht auch die ganze Zeit weiter. Hör auf. Hör auf. Das ist alles andere, aber nicht asozial, was ich hier mache. Er reitet sich da selber rein. Er hört ja nicht auf. Er macht ja die ganze Zeit weiter. Er hat sich nicht vorbereitet. Er spricht einfach den Namen falsch auf. Er will einfach nicht aufhören. Das hat nichts mit asozial zu tun, glaub mir. Ich bin dann dahin gegangen. Ich würde schon auch sagen, wenn es so ist. Also mein Vater, der hat auf jeden Fall sehr viele Videos von mir gepostet auf Facebook, Insta. Da ja, jetzt guck, jetzt sagt er, siehst du, er geht immer weiter rein. Bin ich da hingegangen für einen Monat, also einen Monat war ich da. Ich habe da Probetraining gemacht. Ja, das Video geht 25 Minuten und noch keiner ist draußen. Auf jeden Fall, ich wurde angenommen, Vertrag gemacht, jetzt spiele ich da. Wenn das stimmt, Respekt. Das kann ja auch sein. Aber ich sag dir, wenn das stimmt, FC. Respekt. Abdul, verstehe mich nicht falsch. Kann ja, sogar also wegen lange Bälle ist. Ich check das jetzt nicht so. Ja, für mich ist er raus. Egal. Du bist so trocken. Ja, das Reden bringt nichts. Bringt für mich auch nichts. Ich bleib dabei. Aber Dankeschön, Jungs. Ja, ehrlich, jetzt nicht böse nehmen. Abdul, Can. Dankeschön. Freunde, an dieser Stelle muss ich mich schon fast bei euch entschuldigen, dass wir diese Diskussion nicht noch früher gestoppt haben. Siehst du, er sagt es sogar dir, er sagt es selber, der das Video macht. Eine. Könnt ihr jetzt mir nicht übel nehmen, dass ich jetzt da kurz mal gelacht habe? Jetzt mal Real Talk. Jetzt mal wirklich, Chat, hört auf, ehrlich. Ihr habt alle, der ganze Chat hat gelacht. Stimmt oder nicht? Aber, ja, es gibt dann immer so ein paar Kandidaten, die dann noch ein bisschen mehr diskutieren wollen. Ist halt so. Jetzt geht es aber wieder weiter mit Fußball, das, worum es hier geht. Challenge Nummer 2, bevor wir zu dieser Extrem-Challenge kommen, die kommt später, machen wir jetzt mal die Five-Shot-Challenge. Da haben wir ein paar mehr Aktionen und später wird es, wie gesagt, eine wilde Challenge nochmal geben, wo es richtig extrem wird. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Five-Shot-Challenge. Bruder, er sagt einfach SV Levante. Levanti. SV Levanti. Dann sagt er, was hat er noch gesagt? Andere vorn, natürlich muss man lachen, ist doch klar. Dann bereite dich doch wenigstens vorher vor und merk dir, dass es UD Levante heißt. FC, SV. Ich gerne, Deutschland, U19. So, Deutschland, U19, Digga, Nationalmannschaft. Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder aufs Wesentliche. Krass gehalten. Aber auch nicht platziert, nicht schaffen. Einbruch, Mann. Ja, passiert. Oh. Schwach, Bruder. Er ist 1,5. Bruder, er ist 1 Meter nicht mal vor dir und du schießt ihn in die Eier. Dann schieß doch vorher. Digga. Oh. Nein, geht. Nein. Alles gut. Der hätte ich gar nicht schwach. Hä? Er hat eine gute Schuss. Hat er auf jeden Fall. Du musst ja nur für alle treffen, aber eine gute Schuss. So, Linksverteidiger, ne? Ja, genau. Das ist aber voll üblich bei Linksfüßern, dass die einen guten Linken haben, aber dann katastrophalen Rechten. Der hat richtig geschmissen. Guter Ball. Starker Ball. Tor krass, aber niemals Deutschland U19. Also never ever. Never ever, Männer. Never ever Deutschland U19, niemals. Das spielen Bretter. Super, ey. Weil er hat Zoll gebrochen. Sehr, sehr gut. Okay, Sayan, ready? Türkei U21 Nationalspieler.
Bin ich gespannt. Solide. Er ist 1 gegen 1, ja? 1 gegen 1. Er ist 1 gegen 1, der mittlere Ball. Hier, mittlere. Ja. Ja, genau. Geh ins Dribbling. Ja. Oh ja. Kannst du. Es kann eigentlich gefühlt nur er sein, ne? Es kann gefühlt eigentlich nur er sein. Also. Zeit lassen, ne? Hast gar keinen Stress. Ganz entspannt. Den macht er gut. Linker muss okay sein. Ist okay. Linksverteidiger. Okay. Der schwache Fuß ist immer was anderes. Hey, ist auf dem Ball auf? Ah, ne, er ist Rechtsverteidiger. Ich weiß nicht, ist mit schwachem Fuß. Ja, ich dachte, er ist Linksverteidiger. Dann. Sehr schön, Sejan. Sehr, sehr schön. Gut ausgeguckt. Sehr geiler Schuss. Übers Standbein so mäßig, mit schön mit Druck. Geil. Wieder untergedrückt. Gut, ja, Sejan. Das ist also. Das ist solide, das ist explosiv, das ist gute Schärfe in den Schüssen. Kann eigentlich nur er sein. Also alles andere würde mich echt verwundern. Ja. Das hat Hand und Fuß. Ja. Der ist gut, ja. Aber der ist niemals 18, sondern der ist 35. Lächelt so viel Stress. Gut. Der Power, Bro. Boah, gute Ball. Sehr schön, Antoni. Boah, gute Ball. Super, ich finde eine super Bewegung. Sehr schön, Antoni. Auch clean. Gefällt mir, wenn man. Ich finde den gut. Auch ist okay. Das war okay. Ja. Nur Liebe. Nimm nochmal mit. Nochmal. Okay. Nochmal, jawohl. War voll in Ordnung. Ich fand's sogar gut. Ein Nachschuss. Naja, okay, Antonio so. Reicht mir auch. Danke, Antonio. Auch ich fand's auch clean, muss man ehrlich sagen, Chat. Ich fand's clean. Gleich ein. Okay, Blaert. Der einzige Stürmer wurde gerade schon gesagt. Die Scheiße. Du hast die letzte Woche 5-1 verloren. Aber nicht so Vollgas, weißt du? Die waren schon weiter. Der Körper ist ein bisschen so. Roman ist verletzt. Boah, die müssen in der Liga was gut machen. Ja, ich weiß. Die gegen euch jetzt verlieren. Tuchel ist raus. Aber ihr spielt aktuell besser. Er hat nicht so dieses. Mir fehlt so ein bisschen diese Dynamik. Der ist so lahmarschig, so ein bisschen. Ich weiß, er chillt auch ein bisschen, aber das merkst du einfach. Ich glaube, er ist nicht so spritzig auch. Geordneter. Da ist irgendwas dahinter. Wenn es nach dem geht, wir hauen die weg. Ja. Wenn es nach dem geht. Aber Bayern ist halt immer anders. Wenn die sauer sind, auf einmal die gewinnen sie ja, genau, die sind sauer. Das ist das Problem. Oh, stark. Bayern München noch mal. Er macht gute Dinge, er sagt doch. Geiler Ball. Genau, die sind sauer, das ist das Problem. Sehr geil. Er hat einen geilen Schuss, ist auch ein geiler Kicker, der so, keine Ahnung, Landesliga, Verbandsliga zockt oder sowas. Oh, stark. Wir reden über Bayern München, aber macht er. Ja, der macht gute Dinge, ich sag doch. Ja, ich bin bestimmt schon mal so. Ja, den kann man jetzt nach dieser Runde nicht rausnehmen. Ja, der ist gut. Sie er ist ein guter Fußballer. Glaube, jetzt Radik, oder? Stell dir mal vor, er hätte jetzt eine Statur wie Jamie zum Beispiel. Oder? Dann auch die drüber was ganz anderes reden. Der kann zocken, der Mann. Auch clean. Der hat auch irgendwas mit Kosovo zu tun gehabt. Aber jetzt nicht mehr. Irgendwas hat er damit zu tun gehabt. 100%. Ich sehe ihn irgendwo so Oberliga. Ja, so Landesliga, Oberliga, sowas. Liga. Weil er so sauer. Diesen Schuss habe ich gemacht. Ich schwöre, war echt clean, also war guter Durchgang. Der hatte eine richtig gute Jugendausbildung, 100% irgendwo. Irgendwas mit Nürnberg, Kosovo, irgendwas hatte der und jetzt nicht mehr. Oder Deutschland? Ich nehme keinen Schuss, nein. Kann sogar sein. Okay. Der Oberliga hätte ich jetzt auch gesagt, zu viel. Ich hätte gesagt, so Landesliga, Verbandsliga, sowas. Mit den kurzen Ari. Socken. Arin. Okay. Ja. Glaub mir, der ist gut. Ich weiß, der ist ganz komischer Spieler, aber der ist gut. Er sieht so schmächtig aus, zu schmächtig. Oder Iran-Nazi ist, glaube ich, auch nicht so groß. Ne? Ja, der ist 19, 18. Gut galten. Aber das Problem ist, Iran, Kosovo und Türkei, das ist alles so, kann wirklich sein. Ne? Außer Deutschland halt nicht. Ne? Aber Türkei ist auch schon stärker. Oder? Auch okay. Hm? Ja, aber er ist aber ja auch gut. Du siehst ja, der hat keine Qualität. Aber die Bälle, die der Torwart spielt, sind so echt eklig.
Ich finde, die Bälle, die der Torwart spielt, sind echt eklig. Weißt du, weißt du? Nein, Türkei ist gut. U21 ist gut. Aber haben, da sind Spieler dabei, Bruder, die spielen, keine Ahnung, bei Manchester United und so gefühlt. So, weißt du, dann kommen die Türkei. Das sind gute Spieler. Du musst gut sein, um da zu spielen. Aber der ist ja jetzt auch nicht schlecht. So, Freunde, müssen jetzt eine finale Entscheidung treffen. Was heißt Finale? Jetzt eine Entscheidung treffen und einen rauswählen. Wer möchte anfangen? Casey, Jamie? Ich habe davor angefangen, jetzt jemand anderes. Achso, okay, dann. Soll ich anfangen oder dazu? Komm, Dennis, danach fängt Casey mal an. Ja. Also. Ihr wart alle gut, aber ich glaube, der mir am wenigsten gefallen hat, war Arif. Aber nur weil du gesagt hast, dass du für Deutschland. Geh ich voll mit dem Colchat. Weil, wie gesagt, Deutschland U19, Digga, das sind Brettspieler. Das sind wirklich Bretter dabei. Wenn du 19 spielst, da habe ich halt, ist eine hohe Messlatte. Und deine Schusstechnik ist gut, aber ich weiß nicht, du warst von allen anderen meiner Meinung nach der Schwächste. Von denen gerade. Ich gehe auch mit Arif. Ich kann es auch weitestgehend erklären. Also Blair hat diese Runde für mich auf jeden Fall wieder aufgeholt. Hat viele Tore gemacht. Und natürlich, du bist auch der Älteste. Bist auch Stürmer. Es war ein bisschen abzusehen. Nach wie vor finde ich Seyan und Ari sind meine Favoriten. Haben auch einen guten Durchgang gehabt. Und Antonio würde ich mir noch gern noch eine Runde angucken, weil diese Runde war eigentlich auch sehr souverän. Also auch Arif. Bei mir ist auch Arif. Du hast bei mir eine 2 minus bekommen. Leider die schlechteste Note. Ja, Deutschland und Abdul ist back. 19 ist schon schwer. Und da sehe ich dich jetzt irgendwie nicht. Du hast auch da gespielt, ja, oder nicht? Ja. Also, ich glaube, als Linksverteidiger muss ich jetzt nicht der torgefährlichste Spieler sein. Ich bin jetzt auch kein Stürmer. Stimmt auch wiederum, aber trotzdem so gewisse gewisse Bewegungsabläufe, gewisse Grundtechniken sollst du dann schon trotzdem haben, auch als Linksverteidiger. Linker Verteidiger, stimmt, also. Ja. Hat er auch einen guten Erstens, ich schlag alle Standards, also mein linker Fuß ist für mich auch eine Waffe. Und zweitens bin ich davon ausgegangen, dass wir auf großen Toren sind, nicht auf kleine. Und dementsprechend, wenn man davon sagt, okay, der und der haben so viele Tore geschossen und ich habe so viele Tore geschossen, klar schießen Stürmer mehr Tore als ich, aber wenn ich mal ein Tor schieße, dann wahrscheinlich eher aus, keine Ahnung, 20, 25 Metern. Oder wenn ich mal Glück habe bei einem Konter, dass ich mit nach vorne dabei bin, aber ein Stürmer hat wahrscheinlich im Spiel 8, 9, 10 Torschüsse und ich als Linksverteidiger, wenn überhaupt, 1, 2. Hast du recht, 100%, aber wir sagen ja nicht, wer mehr Tore gemacht hat. Zum Beispiel unser U21 türkischer Nationalspieler ist auch Außenverteidiger, Antonio ist auch Außenverteidiger. Und wenn ich das vergleiche, warst du, dein linker Fuß, du hast echt einen starken linken Fuß, muss ich sagen. Die waren noch einen Tick besser als du. Und ich muss ja immer nur anhand der Challenges gucken, oder wir. Und die waren meiner Meinung nach ein bisschen souveräner. Hätte Antonio jetzt... Hätte ich nur die erste Runde gesehen, hätte ich vielleicht Antonio rausgewählt. Aber die zweite Runde war halt, nachdem wir ihm gesagt haben, er soll mal eine Schippe rauflegen, war er viel besser. Und deswegen wähle ich dich raus. Also er ist gut, er ist richtig gut. Ich glaube aber, ich hätte ihn auch nicht rausgewählt, ich sag ehrlich. Ja, Mann, das nervt wirklich ein bisschen, dass sie immer alle diskutieren und meckern und sowas. Das ist wirklich ein bisschen nervig. Aber ja, was soll die da machen? Ich hätte so, auch wenn Blair krank geschossen hat und auch eine super Technik hat, aber dieses Gesamtpaket, ich glaube in Deutschland, Kosovo, irgendwann hat der mal gespielt, jetzt aktuell nicht. Weißt du, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, hätte ich eher Blair rausgewählt. Und Arif, Deutschland ist sehr hoch gegriffen, U19. Aber er ist spannend, so weißt du, und sein Fuß ist spannend und ich hätte ihn gerne in so Duellen gesehen. So. Aber das ist ja deine Entscheidung. Ich selber wähle Blair raus, die anderen fand ich zu authentisch, Seyan vorneweg. Antonio, so Türkei ist eine verrückte Geschichte, muss ich nachher noch hören, aber ich hätte Arif auch weitergelassen und da ist einfach dieses, man muss ehrlich sein, diese gesamte Statur, finde ich Kosovo U21, muss auch ein guter Fußballer sein, sehe ich ein bisschen schwieriger, deshalb hätte ich eigentlich Blair rausgewählt. Aber ihr bleibt alle bei euren Entscheidungen, glaube ich. Ja, auch. Du hast auch Arif. Ja. Ihr habt alle. Ach, Digga, Dia sagt schon wieder einfach Blair, Digga. Einfach zu Blair, Blair. Einfach nur wegen Deutschland, hätte jetzt Türkei gesagt, dann wäre es wieder was anderes gewesen. Ja, ist interessant, ich bleibe. Ja, ich könnte ihn ja weiter. Für mich bist du weiter, aber ihr entscheidet final. Kann man jetzt noch eine Challenge machen? Wenn du ein Stechen sehen willst zwischen den beiden. Ich finde die Challenge jetzt angebrachter wie die Challenge davor. Ja, auf jeden Fall. Man kann doch nicht nach jeder Runde, immer wenn jemand diskutiert, dann eine Challenge machen. Das ist auch Quatsch. Auf jeden Fall angebracht. Aber weil ja. Ich bin tatsächlich auch, also wenn ich eine zweite Stimme abgeben müsste, wäre es Blair wegen der Runde davor. Und wegen dieser Statursache? Also wegen Kosovo und weil du sagst Statur und so. Der Kosovo-Fußball ist ja darauf prädestiniert, einen bulligen Stürmer zu haben. Du bist bullig. Ein Stürmer, der Bälle festmacht. Bist du. Und es ist halt mein ganzes Leben. Ich mache nichts anderes. Du warst. Ich spiele auch dementsprechend mehrere Positionen. Bei dir lege ich mich sogar fest. Ich sage, du hast da was zu tun gehabt mit Nazio Kosovo. Hast.
oder hatte es in der Vergangenheit, aber jetzt... Ich lasse auch jetzt gerade extra laufen, ne? Wie gesagt, ich wurde oft angerufen, ich wäre ja jetzt im November, habe ich meine ersten Länderspiele gemacht. Du wurdest auch oft, ich glaube dir alles, ich weiß, ich glaube dir das, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube es jetzt aktuell nicht und ich glaube, Arif ein Ticken, Deutschland ist hochgegriffen, aber warum nicht? Wie gesagt, ich habe ja auch nicht umsonst für U16, U17 Deutschland gespielt. Auch das ist vielleicht sogar möglich, auch das kann sein. Ich habe nur eine Kurzfrage, wollt ihr den Stechen sehen? Dann können wir ein Stechen machen. Aber zwischen wen? Arif und Blair. Dass wir offensiv gegen... Ja, komm. Komm, mach mal ein Stechen. Ja, das ist wenigstens was. Demokratie. Ja. Seyhan, Antonio und Arin sind dann weiter. Egal. Man spielt super Bälle. Hat es aber auch gut. Muss man ihn lassen. Ich mache eine Reaction auf meinen Highlight-Kanal. Dann kannst du es da schauen. Nein, Bruder, der ist raus. 100% aus Arif raus. Der hat so schlecht verteidigt, Bruder. Ich verteidige das nicht. Guter Ball. Bälle spielt er super. Ja, jetzt macht er besser. Arif verteidigt. Man hat gemerkt, er wollte was machen. Er wollte es. Durch die Beine spielt er so. Oh, Alter, Arif verteidigt bodenlos. War so klar. Er hat richtig auf den Moment gewartet, ne? Das sind halt zwei Angriffe, zwei Tore, ne? Einmal tauschen. U19. Deutsche Nazio-Chat. Adit, was geht, Bruder? Ja, okay, er kann halt auch nicht verteidigen, ne? Aber es war nicht schlecht. Aber das Einzige, was irgendwie richtig war, ist, er hat einen starken Fuß gemacht. Ja. Er ist trotzdem nur durchgekommen, natürlich. Aber. So, Freunde, wir müssen eine finale Entscheidung ganz treffen. Ganz klar, Arif raus. Für mich ist meine Entscheidung, ihr habt jetzt mich überstimmt. Ich sag auch, beide sind es nicht. Ne? Ich sage, Arif ist es nicht, aber Blair auch nicht. Aber Blair hat mich für den Moment auch mehr überzeugt jetzt. Und gehe mit Blair mit für eine Runde weiter auf jeden Fall. Ich bleib bei meiner Meinung. Ich fand, du hast es nicht gut verteidigt. Du hast ihm den starken Fuß nicht zugemacht. Du hast ihm beide Seiten angeboten. Du standest so zentral. Und als Verteidiger lernt man, wenn du raufgehst, dass du ihm den schwachen Fuß anbietest. Und du weißt, du hast jetzt gesehen, dass sein starker Fuß rechts ist. Und du hast ihm den rechten Fuß angeboten. Deswegen bleibe ich leider bei dir. Casey? Ich bleibe auch dabei. Ich glaube auch, ihr seid beide nicht, so wie Diara das gesagt hat. Blair hat zweimal angegriffen, zweimal Tor geschossen. Für den Moment. Haben einfach seinen Namen, haben die einfach zu einer Beleidigung gemacht. Besser, aber ich würde jetzt auch erstmal mit Arif gehen. Sehe ich genauso. Blair hat zwei Tore geschossen, Arif nicht so gut verteidigt, aber trotzdem guter linker Fuß, deswegen, aber trotzdem Arif raus. Danke dir, Arif, ja, fürs Mitmachen. Maschine. So, Freunde, war auch wieder eine schwierige Entscheidung. Kommen wir direkt auch zur nächsten Challenge. Wollen auch nicht so viel labern. Kommen wir da direkt zu den Duellen und danach kommen komplett die zwei letzten Challenges. Es werden die neuen Challenges sein und eine extremere Challenge, die euch gefallen wird. Aber jetzt erstmal die 2 gegen 2 Duelle. Ich will dich so wundern. Guck mal, er hat gar nicht auf mich gehört. Gut. Gut, Ari, guck mal, wie klein der ist. Der ist richtig nervig. Aber mal eine richtig lautstarke Folge. Gut, Seyhan, super bewegt. Guter Laufweg. Sehr schön. Reicht. Seyhan, gut. Aber nochmal. Alleine dieses Hinterlaufen ist schon so. Ja, ich weiß, Adit. Arin aus Iran, auch so richtig nerviger Typ, weißt du? Spiele auf, ja. Auf Blatt. Oh, stark. Der Junge gefällt mir. Super gespielt. Gutes Timing. Ja. Gut, Seyhan. Sehr, sehr gut. Es kann nur Seyhan sein, ja. Stark. Es kann nur Seyhan sein. Super gelaufen. Gut. Oh. Aber hast du gesehen, wie er den nochmal runtergeschickt? Ja, den macht er gut. Bruder, es kann nur Seyhan sein. Wirklich. Also alles andere macht gar keinen Sinn. Sein Kontakt Knie, ne? War super. Spielt den gut. Nein. Ja. Seyhan, keine Kompromisse. Ari, keine Chance. Ah, da darf er nicht hinlaufen. Bruder, der muss den Raum. Jetzt komplett durch. Ja, genau. Boah, schlecht dabei. Seyhan. Gut, Seyhan. Gut, Seyhan. Und vorbei, Kamera. Oh. Okay, jetzt Blatt. Was? Er verteidigt geil. Er verteidigt geil. Seyhan. Blatt. Hey. Okay, jetzt Blatt. Er verteidigt geil. Ich liebe dieses Vorwärtsverteidigen. Was? Hey. Blatt.
total verrückt. Ich finde Blair geil, Bruder. Guck mal, wie viele Dings machen wir im Durchgang? Jetzt. Gib ihm noch ein, zwei, dann. Aber leider soll man auf Antonio spielen. Ja, kriegt er jetzt. Ja, er tauscht jetzt. Gib ihm auch nochmal zwei Aktionen. Er hat jetzt dreimal. Oder der hat einen Pressing oder Geistkrank. Gut, Antonio. Digga, Antonio ist auch kein Rechtsverteidiger. Oh, schöne Bewegung. Das ist zu viel. Der hat gute Bewegung, aber auch. Ich hab noch nie so laut gehalten. Übertreib nicht so viel zu reden, ne? Hä? Oder der schreit auf einmal überragend. Atmen, Blair. Gerne. Er macht mit links jetzt. Oh, jetzt. Gut. Er will uns seine Technik zeigen. Hat er auch gezeigt. Kameras auseinandernehmen. Oh, Antonio! Ey! Gut! Aber Antonio stark. Antonio stark. Ich sag trotzdem, es ist Seihan, glaube ich. Aber Antonio, Digga, der ist eine Maschine. Gut. Er will uns seine Technik zeigen. Hat er auch der gezeigt. Der ist eine Maschine. Kameras auseinandernehmen. Oh, Antonio! Ey! Gut! Explosiv, alter Schwede! Monster, der Typ. Ich brauche noch eine Aktion. Reicht. Gib mir noch eine Aktion, ja? Eine Aktion noch, sehr gut, Antonio. Antonio, nimm du mal bitte noch einmal den Ball an, ja? Aber wir haben ja noch zwei Challenges. Oh, schön. Boah, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall spannende Runde. Ich müsste echt noch überlegen, wen ich rauswähle. Aber wir können uns erstmal die Stories anhören. Antonio, fangen wir mal an. Einfach dein Fußball-Werdegang und wie der Anruf kam zur Nationalmannschaft, Türkei vor allem. Sehr kuriose Geschichte. Erzähl mal. Genau. Also natürlich, viele schicken sich und denken sich so, hä, wie kann das sein? Also ursprünglich, meine Eltern sind aus Angola. Die waren dann in Flüchtlingsheim in der Türkei, in Istanbul. Ja, war viel los, 2005 bin ich dort geboren. Habt ihr eigentlich mit der Türkei nicht wirklich viel zu tun gehabt? Sind wir 2005er? Er sagt ernsthaft, er ist 2005er. Ja, ne, ich bin 9 Jahre älter als er. Also bei aller Liebe, Bruder. Bei aller Liebe. Dann hier nach Heidenheim, das ist ein kleines Dorf bei Stuttgart. Hab da in Jugend, habe ich da direkt in Heidenheim angefangen. Also in der Jugendabteilung bei der U6, da ist es noch nicht leistungsorientiert. Erst später ging es dann langsam nach Leistung, genau. Und ja, dann hatte ich ein paar Kollegen gehabt, wie es dann zur Nationalmannschaft kam. Die haben sich halt geschickt, die so, hey, wie kann es sein, du bist in der Türkei geboren und so. Ey, lass dich mal connecten mit der türkischen Nationalmannschaft, genau. Und ja, da ging es halt über meinen Vater. Der hat da ein bisschen Kontakt gehabt mit der türkischen Community in Deutschland. Genau, und dann kam es halt schnell, hat mich der Aaron Ayhan hat mich dann angerufen. Nee, ich sage, er ist so 27, 28. Ich war halt baff, weil ich meine, für Deutschland, der Anruf kam nie, Angola kam nicht. Und dachte ich mir, ey, wann kann man überhaupt im Leben Nationalmannschaft spielen? Genau, und ja, hab da ein Debüt gemacht, haben da gegen Georgien gespielt, haben da 5-0 gewonnen. Hab da eher weniger gespielt, da kam ich glaube in der 80. Minute rein, aber für mich natürlich ein brutales Erlebnis. Genau. Und dann mit der U21 war ich beim Ayhan Atakan. Der war da noch Trainer bis Februar und dann kam ein deutscher Trainer neu für die U21. Genau. Und bei dem wurde ich halt bis jetzt noch nicht berufen. Aber, wie heißt der? Ja. Wie heißt der Trainer jetzige? Das ist ein deutscher Thomas Sieb, so ist Thomas so in die Richtung. Ich weiß nicht ganz sicher, aber so in die Richtung war das, genau. Okay. Ja. Jamie Liebling lacht einfach. Türkei ist das Spiel, welche Jahre? Es ist so 21-22. Einfach, aber perfekt erzählt. Ne? Richtig gut erzählt. So gestikuliert. Ich glaub ihm das. Ja, ich will, also ich würde es glauben. Danke, Antonio, ja? Stark. Ist Seyan interessiert mich jetzt? Guck mal, Seyan, ich habe die ganze Zeit, während er erzählt hat, habe ich zu Seyan rüber. Er hat sich kaputt gelacht. Genau, ich habe das Fußballspiel angefangen beim FV Kallstadt in der Jugend. Das ist in Unterfranken. Und da war ein Hallenturnier. Da ist Kickers Würzburg auf mich aufmerksam geworden. Und dann bin ich mit 13 Jahren zum Kickers Würzburg gewechselt. Und dann hat mich der FC Ingolstadt kontaktiert. Ist das Würzburger Kickers? Ist das Würzburger Kickers? Weil er Kickers Würzburg sagt? Ja, oder nicht? Würzburger Kickers? Ja, ne? Weil ich weiß, dass Würzburger Kickers ja auch eine Zeit lang auch zweite Liga war oder dritte Liga. Jetzt bei der Nordbayern-Auswahl. Erst war die Frage, ob mich meine Familie alleine lässt. Die haben sich halt dagegen entschieden. Das waren halt 250 Kilometer. Ja, die ersten 3 Monate. Mein Papa hat mich halt jeden Tag hin und her gefahren. Das sind am Tag 500 Kilometer gewesen. Meine Eltern wollten mich einfach nicht alleine lassen. Dann haben sich meine Eltern dazu entschieden, mit der ganzen Familie nach Ingolstadt zu ziehen. Und
Dann habe ich dort ein Jahr gespielt. Dann war ich auch bei der Bayern-Auswahl. Dann wurde der FC Bayern auf mich aufmerksam. Dann bin ich zum FC Bayern gewechselt, in der U15. Genau, habe dort 2 Jahre gespielt und lief super. Auch natürlich ein geiler Verein. Und in der U17 habe ich mich dann umorientiert. Habe halt 3-4 Jahre lang durch für die Bayern-Auswahl gespielt. Im Leistungskader war auch öfters Kapitän gewesen. Und wie es dann zur türkischen Nationalmannschaft gekommen ist, wir hatten in Duisburg und in Kaisau hatten wir eine deutsche Meisterschaft. Und lief eigentlich auch super. Bis dato habe ich mich nicht entschieden gehabt, für welches Land ich spielen möchte. Als erstes kam halt der türkische Fußballverband. Und klar, dann habe ich Gänsehaut bekommen natürlich am ganzen Körper, wo ich gehört habe, dass mein Vater angesprochen wurde vom türkischen Scout. Dann habe ich nach dem Turnier gedacht, ja, für was entscheide ich mich jetzt, für Türkei oder für Deutschland? Ich bin davon ausgegangen, dass ich von Deutschland noch ein Angebot bekomme. Dann war Türkei schneller, genau. Und bis zu dem jetzigen Zeitpunkt heute, habe ich mittlerweile 20 Länderspiele für die Türkei. 3 für die U21 der Türkei. Wo spielst du jetzt aktuell Vereins? Beim 1. FC Nürnberg in der U23. Bist du mit Willi, genau, in der Mannschaft? Er ist auf meiner Position. Wer ist dein Trainer bei Nürnberg? Andi Wolf. Und der Co-Trainer? Andi Nägelein. Wer spielt, du oder Willi, auf der Position? Ich sage jetzt mal so, wir battlen uns auf dieser Position. Bis zur Hinrunde habe ich 13 Spiele, 5 Vorlagen gemacht. Stark. Willi ist halt jetzt erst Richtung Winterpause dazugekommen, ist aber echt ein super Kerl. Und darüber reden wir ja nicht. Oh, Digga. Das hört sich so an, als ob so, wenn ein Spieler über einen anderen Spieler sagt, auf der gleichen Position, es ist ein super Kerl. Wisst ihr, was das bedeutet? Also, das bedeutet so mäßig, aber fußballerisch hat er keine Chance gegen mich. Versteht ihr, was ich meine? Was ich euch damit sagen will? Genau, so mäßig, ja, es ist ein super Kerl, aber das reicht leider nicht, um auf der Position zu spielen, weil ich spiele da. Nein, er macht ihn zum Hund, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Das sagt man ja dann so. Das ist dann so mäßig, ja, er ist aber ein voll der coole Typ so. Deine Meinung dazu, Bruder? Ich weiß nicht, wie er spielt hier, keine Ahnung. Ich habe Willi auch noch nie richtig spielen sehen. Ich kann leider dazu nichts sagen. Nicht. Genau. Also, wie viele Jahre spielst du für die türkische Nationalmannschaft? Mehr als ein Jahr? Klar. Hattet ihr einen Trainerwechsel im letzten Jahr oder so? Bei der Nationalmannschaft, genau. Tolunay Kafkas war unser Trainer bei der U21. Kann Willi auch sagen, natürlich, aber ich weiß ja nicht, wer von den beiden spielt. Wenn er jetzt spielt, dann ist es ja was anderes, als wenn Willi das... Mann, habt ihr mich nicht verstanden, wie ich das meinte? Ja. Dann kam der Deutsch-Türke Levent Sürme. Genau. Nicht Thomas. Aber nochmal zur Frage. Du hast die Frage. Spielst du aktuell oder spielt Willi gerade in Nürnberg? Wer ist Stammspieler? Oder ist das echt, dass der Trainer von Spiel zu Spiel wechselt? Wir betteln uns. Also mehr will ich dazu auch nicht sagen. Okay, alles klar. Wir betteln uns auf dieser Position. Oder bitte, ja. Sag doch, ich spiele. Er ist sehr diplomatisch. Also er spielt Stamm oder was? Krass. Er ist einfach Stammspieler vor Willi. Crazy. Das ist doch kein Fitner, Bruder. Warum Fitner? Hört auf damit. Das ist kein Fitner. Es ist Fußball. Der Bessere spielt. Punkt aus Ende. Ist mir egal, wer das ist. Punkt aus Ende. Leistungsgerecht. Da gibt es nichts. Du musst nicht sagen. Gibt es nicht. Derjenige, der den Trainer mehr überzeugt, der spielt. Punkt aus Ende. Es hat nichts mit Willi zu tun. Es hat nichts mit irgendwas anderes zu tun. So läuft der Fußball heutzutage. So ist das. Einfach die Wahrheit und gerade raus. Punkt aus Ende. Deshalb sagt auch Dennis Ündav zu ihnen, wenn du spielst, dann sag, du spielst. Punkt. Und wenn Willi spielt, dann sagt Willi, ich spiele. Punkt aus Ende. So ist das. So ist das Business. So ist Fußball. Bist du schon unterwegs? Ja. Oder wenn er spielt, dann kann er doch sein, dass er spielt. Ja, okay. Siehst du, wenn die Jury, ja, wenn er spielt, dann soll er sagen, er spielt. Hat doch nichts mit Willi persönlich zu tun, gar nichts. Ich werde nicht pushen oder so. Danke, die Sayan, ja? Nein, aber. Ja. Klingt auf jeden Fall alles sehr authentisch. Ja. Hat gar nichts mit Fitner zu tun, überhaupt gar nicht. Ich bin eigentlich, seit ich klein bin, seit ich 10 Jahre alt bin, im NLZ. Als ich ganz klein war, habe ich hier in der Nähe in Ditzingen angefangen. Dann ist der VfB Stuttgart auf mich aufmerksam geworden mit 10 Jahren.
habe dort ein Probetraining absolviert. Unter 300, 400 Spielern wurden nur 2 Spieler genommen. Und danach... Stell dir mal vor, Janne, keine Ahnung, wer spielt auf meiner Position? Jonas Rohana spielt bei Abdu... weil ich mit Jonas auf einer Position spiele. Ich mag Jonas zum Beispiel. Ich sag ja auch nicht dann. Ich sag ja auch, ich spiele. Ich sag ja auch, nee, ich spiele bei Delay Sports. Delay Sports jetzt... ja, Delay Sports, Kreisliga, ich weiß. Aber damit ihr vom Sinn her versteht. Wenn du spielst, warum sollst du nicht sagen, dass du spielst? Es ist, wie es ist. Nach 2 Jahren bin ich leider rausgeflogen. Für mich ist erstmal eine Welt zusammengebrochen, aber dann habe ich Fuß gefasst bei Stuttgarter Kickers, SV Stuttgarter Kickers. Und dann sind viele Vereine aufmerksam auf mich geworden. Nürnberg, Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim. Aber was hat es denn damit zu tun, Bruder? Was hat es denn damit zu tun, ob ein Blinder sieht, dass ich besser bin als Jonas oder nicht? Das hat doch damit nichts zu tun. Es hat doch eher was damit zu tun, dass... Es ist ja egal, wo man spielt, du hast ja meistens einen Konkurrenten. Stimmt oder nicht? Du hast meistens immer einen Konkurrenten, der auf deiner Position spielt. Und egal, ob du besser bist oder nicht, es kann ja auch sein, es kann ja auch meistens sogar sein, dass du nicht mal spielst, weil du besser bist, sondern weil der Trainer dich einfach besser findet oder der Trainer dich auf dieser Position mehr sieht als der Konkurrent. Aber du spielst. Und wenn du spielst, dann sag ruhig, dass du spielst. Fertig. Und da ich halt schon bei Hoffenheim halt immer diesen Traum hatte, weil ich da auch mal Probetraining gemacht habe, habe ich mich dann für Hoffenheim entschieden. Das erste Jahr lief überragend. Ich halte bis heute den Oberliga-Rekord in der Jugend mit den meisten Toren. Wurde Torschützenkönig im ersten Jahr, 22 Tore. Kam dann in die U17, Trainer wurde dann Pellegrino Matarazzo. Matarazzo stand nicht am Anfang so auf mich. Oder wie kann ich denn sagen, dass ich ihn besser finde als Willi? Ich habe beide noch nie spielen sehen richtig. Sag mal, ihr müsst doch ein bisschen mitdenken, Chat. Wie soll ich denn sagen, wer besser ist? Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Willi nie richtig spielen sehen und ich habe jungen Mann hier nie, also den davor, nicht richtig spielen sehen. Ich kann nicht sagen, wer besser ist. Weiß ich nicht. Ich kann doch nicht sagen, nur weil ich Willi mag und weil Willi ein geiler Typ ist. Ja, Willi ist besser, obwohl ich ihn nie spielen sehen habe. Sowas mache ich nicht. Das bin nicht ich. Das werde ich auch nie sein. Ich habe mich dann reingefuchst und irgendwann war ich sein Spieler. Er hat immer zu mir gesagt, du wirst es schaffen, du wirst es packen. Habe auch U16 Nationalmannschaft gespielt, habe mit 16 Jahren Adidas. Oder ich sage nicht zu RB-Jugend. Bitte frag mich 1000 Mal diese Frage, RB-Jugend. Was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung, gut. Vertrag bekommen, also ich war schon voll ausgestattet. Dann kam ich in die U19, mein Trainer war Marcel Rapp, zu dem ich leider kein gutes Verhältnis hatte. Menschlich haben wir uns einfach nicht verstanden. Ich habe Fehler gemacht, er hat Fehler gemacht. Aber ich habe mich reingekämpft, super Vorbereitung gespielt. Ich habe mich dann nicht in der Vorbereitung, sondern ganz am Anfang der Saison verletzt im Knie. War dann 7 bis 8 Monate raus. Dann wollte ich unbedingt zum zweiten Jahr in der U19 wechseln. Hoffenheim hat mich nicht gelassen. Dann bin ich trotzdem geblieben, habe mich reingekämpft. Und dann Maxi Bayer, kennt ihr es jetzt gerade bei Hoffenheim, startet komplett durch. Hat sich dann meinen Platz ergattert. Ich sag ehrlich, hört sich auch realistisch an, aber halt ja, Nazio sage ich auch halt nicht, ne? Ich sag, er hat sogar früher so gespielt, so das, was er erzählt halt. Aber da ich noch Vertrag hatte für die U23, bin ich jetzt gerade momentan in der U23 Hoffenheim und war jetzt verletzt die ersten 6 Spiele, bin jetzt wieder zurückgekommen, hab 2, 3 Tore gemacht, ich glaube 3 Tore habe ich gemacht. Aber bravo, so sieht's aus, mein Konkurrent macht mich auch übrigens besser. Aber es kann halt im Fußball immer nur einer pro Position spielen. Und der dann die ganze Spiele macht, der ist dann auch zu dem Moment Zeitpunkt besser. Sonst würde er ja nicht spielen. In den Trainers Augen. Ich sag, ich spiele jetzt eine andere Position. Der Anruf wegen der Nationalmannschaft kam so. Ich hatte halt immer Anrufe bekommen von Kosovo und Albanien. Komm bitte zu uns, komm bitte zu uns. Ich habe immer abgesagt. Ich wollte halt, weil ich halt U16, U17 in Deutschland gespielt habe, wollte ich halt nochmal auf diese Chance warten. Und Lyric Zana, kennt ihr den? Wie heißt er? Lyric Zana. Innenverteidiger von Albanien. Kommt aus dem Kosovo, eine Legende in Albanien. Kennt meinen Vater und hat halt meinen Vater angerufen und gesagt, komm spielen für Kosovo, komm spielen. Das ist immer so, wenn man Vater und sowas einmischt, Familie, die einem was klären sollen, dann denke ich mir immer so in dem Moment, das wirkt dann immer so, dann glaubt man das wieder so nicht richtig. Und jetzt habe ich zugesagt und jetzt mein erstes Länderspiel gegen Bulgarien haben wir unentschieden gespielt. Da habe ich mein erstes Länderspiel gemacht, jetzt im November, Mitte November war das. Haben wir zu Hause in Pristina gespielt.
Pristina. Okay, danke die Blatt, ja? Eine Frage. Ja. Ist das schlimm, wäre das schlimm für deine Familie, wenn du dich für Albanien entschiedest oder Kosovo? Nee, schlimm ist es nicht. War meine freie Entscheidung, ist nicht schlimm. Danke, Blatt, ja? Ja, Ari. Genau, ich bin der Ari und ich versuche mich mit meiner Geschichte jetzt ein bisschen kurz zu fassen. Genau, also ich spiele Fußball, seitdem ich 7 Jahre alt bin. Und das, glaube ich, bis in die U15 bei meinem Heimatclub in München, SC Arcadia Messestadt. Da habe ich halt gespielt die ganze Zeit. Und seitdem ich klein bin, ab der U11, hatte ich auch regelmäßig jedes Jahr Probetrainings. Vor allem bei 60, da war ich jedes Jahr so zu Besuch. Aber irgendwie immer, wenn ich bei den Probetrainings war, hat so nicht funktioniert mit dem Kopf. Ich war aufgeregt und dann war ich halt nicht so gut. Aber im Spiel habe ich immer performt bei meinem Club. Und dann bin ich halt einmal wieder zu 60. Und dann bin ich halt diesmal alleine irgendwie hingegangen, ohne Mama, Papa, weil die halt verhindert waren. Und dann hatte ich irgendwie für mich keinen Druck mehr. Und dann habe ich es auch nach 2 Probetrainings geschafft. Und dann war ich halt bei 60. Und meine Eltern kommen ja, ursprünglich sind es beide Kurden. Meine Mutter Kurdin aus dem Iran und mein Vater aus Irak. Und seitdem ich klein bin, sind wir halt so jedes Jahr oder ein, zwei Jahr immer in Iran. Dann war ich halt immer draußen, habe im Hof gespielt. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass meine Cousins... Er erinnert mich voll an Musti, Digga. Voll so 2 sympathische junge Männer. In unserem Fußballclub spielen, da in unserem Dorf, Club of Mediwan heißt es. Und dann war es halt so, dass der Trainer Hussein Abdi von der U19-Nationalmannschaft, der meinte halt so zu dem Trainervorstand und so von Club of Mediwan, ja, dass dieser eine Deutsche, der halt hier in Deutschland spielt, dass ich halt mal zur Vorstellung kommen soll. Genau, jetzt seit der U19, zweites Jahr bin ich jetzt. U19, zweites Jahr spiele ich jetzt bei 60. Und seitdem auch in der Nationalmannschaft für den Iran tätig. Okay. Zum Glück war deine Geschichte kurz, weil wenn die lang gewesen wäre, was hätten wir gemacht? Oh, krasse Geschichte. Nichts, wo man irgendwie sagt, da ist irgendwas Komisches dran. Eigentlich wirklich solide, normal. Kann man eigentlich nichts sagen. Aber wenn ich zum Beispiel meine Geschichte erzählen würde, das kann man ja auch nicht. Ich habe mit 3,5 bei Hertha angefangen, habe alle Jugendmannschaften durchgespielt und bin ein Nationalspieler geworden. Ist eigentlich so simpel. Aber geil, auch. Entscheidung müssen wir treffen. Ich will diese Geschichte nie mit meiner Entscheidung einfließen lassen. Ich will nur die Challenge immer bewerten. Für mich bleibe ich dabei. Ich kann auch mal an. Ja, ich lüge, Chat. Ihr habt recht. Anfangen. Für mich bleibe ich dabei, so rum. Seyhan für mich der Beste heute. So von der ersten Challenge bis jetzt der Beste. Vorneweg. Ich fand Antonios Dynamik extrem überraschend. Ja, Mann, das fand ich und krass. Bei Blatt ist mir aufgefallen, dieser Touch, der Junge, der klebt. Das ist eine Technik, die ist unfassbar. Ich muss aber eine Entscheidung treffen und einen rauswählen. Ich würde trotzdem dich rauswählen, ja? Arin, aus irgendeinem Grund glaube ich 1860 und so, glaube ich dir. Ich fand diese ganze Geschichte dafür, dass sie auch cool, fand ich ein bisschen sehr verrückt, dass es dann Iran U19 wird. Eltern, Irak, weiß nicht, kann sein, dass ich völlig falsch liege. Und man muss fußballerisch entscheiden. Und fußballerisch war für mich Blair heute einfach auffällig, bei der Challenge auffällig und besser als im Vergleich auch als jung natürlich, aber im Vergleich zu Arin mit 18 Jahren. Ja. Ich versuche mich kurz zu halten. Gerne. Antonio. Richtig stark, Sayed sowieso richtig stark. Ari war stark, Blatt war stark, aber ich wähle halt Ari raus, weil ich denke, er ist noch mit der Schwächste von den 4 gerade. Blatt hat das super gemacht. Man merkt, Blatt hat schon mal irgendwo im Leistungszentrum gespielt. Sieht man anhand seiner Technik und alles. Also wenn du nach den Wegen gehst und nach den Geschichten, also Antonio kann es gar nicht sein, meiner Meinung nach. Blair kann es auch nicht sein. Dafür reicht es einfach nicht, meiner Meinung nach. Die einzigen, die das sein können, ist der Türke. Aber der Ali ist auch zu schwach eigentlich. Deswegen will ich Ari raus. Ich finde von der Geschichte und von der Leistung her Seyhan am stärksten. Ich finde. Aber Iran oder Irak, ist, die haben eigentlich nicht so krasse. Wie alt ist der kleine Ali da von 1860? 18? In der Runde bist du so ein bisschen abgekackt, weil du hattest... Bruder, der guckt einfach viel zu sympathisch. Das gibt mir gerade irgendwie das Gefühl, dass der irgendwie sich so denkt, Amenakoy, ich bin's einfach. So nach den ersten 1-2 Durchgängen warst du nicht mehr so spritzig. Und ich fand dich jetzt nach der letzten Runde am schwächsten. Bei Blair sage ich, du hast am meisten dich hochgearbeitet. Also ganz am Anfang
habe ich dich gar nicht gesehen und jetzt hast du geile Touches gehabt, geile erste Kontakte gehabt. Dich fand ich auch gut. Ich will mich auch von der Geschichte nicht zu krass beeinflussen lassen, aber jetzt haben wir halt so einen Parallelfall mit euch beiden. Ihr seid beide U21 Türkei. Irgendwie so, du hast dich schon ein bisschen exposed mit dem Lachen und so. Und ich kann das jetzt nicht wegignorieren, weil ich habe es mitbekommen, dass eure Geschichten nicht übereinstimmen. Also ich würde mich zwischen euch beiden auch entscheiden, aufgrund der Leistung. Bei dir nicht wegen der Leistung. Ich fand dich sehr gut, du warst sehr spritzig. Aber du hast schon... Ich bin ein lustiger Mensch, ich lache halt gerne, egal was ja, ist. Ja, du hast aber du so gelacht, dass du mir schon halb gezeigt hast. Na, alles Bro, gut. Ich habe euch verarscht. Ich verarsche niemanden. Deswegen. Ja, ich sag auf jeden Fall Antonio. Also Seyan ist der Beste bis jetzt. Muss ich sagen, Blair hat sehr gute Technik, guter Abschluss. Das ist halt die Sache, Bruder. Nazio in Iran und Kosovo nicht so krass wie Türkei oder Deutschland. Das ist halt so, ja. Das ist mein Punkt, was mich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, triggert. So ein bisschen, wo ich mir denke, ja, Bruder, U23 spielt da bei Nürnberg, zweite Mannschaft, das ist das Regionalliga, und spielt dann aber in der U21 bei Türkei, Nazio. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Kleine das ist. Das ist der zweitjüngste, Iran. Kann gut sein, Kosovo. Antonio hat mir eigentlich auch gut gefallen, so Fußballer, Robin, körperlich, was geht, Budi? Schnell, alles. Aber 18 kann natürlich sein, ne? Aber glaube ich nicht. Und ja, das mit dem Trainer in der U21, Thomas, und er sagt Levent oder keine Ahnung. Und natürlich, wie Casey auch gesagt hat, ihr seid beide U21, kann jetzt nicht so gut sein. Deswegen sage ich, Arin, diese eine Aktion gerade, die hat mir richtig gut gefallen, wo du durch zwei durchgegangen bist. Das hat mir so irgendwie was gezeigt, dass du vielleicht in der U19 spielen könntest. Und ja, bei 1860 kann ich mir auch vorstellen. Deswegen auch Antonio raus bei mir. Aber jetzt nicht wegen Fußball. Aber wegen der Geschichte oder wegen Fußball? Wegen der Geschichte. Aber beim Fußball muss man sagen, Ari hat nicht einmal abgespielt. Ja, er hat nur alleine gemacht. Das müssen wir auch mal sagen. Du hast nicht einmal abgespielt. Und, ja, und du warst Antonio war stark, Mann. Ja, natürlich war er stark, aber... Also geht nochmal in euch, ne? Wir können... Ich will ungern noch einen Stechen machen. Bro, soll ich dir was sagen? Nochmal. Wir können eigentlich bis auf Seyhan alle nehmen. Ich bin down. Ja. So, aber wir müssen nochmal... Bei Blair können wir auch nochmal die letzte Runde schauen, ne? Aber ob jetzt Ari oder Antonio, weil ich einen sagen muss, sage ich Antonio wegen der Geschichte. Ja, Mann, fühle ich. Lass uns, weil das wollen die Zuschauer auch, lass uns mal diese Geschichte, das ist ja interessant für uns, aber lass uns das mal vergessen. Rein fußballerisch. Ja, dann ist leider Ari raus. Dann, weil auch, ja. Dann auch Ari. So, wir müssen daran gehen. Du kannst gerne was sagen. Genau, also ich hätte eine Frage, und zwar, ich fand ihn auch sehr stark, vor allem defensiv, da war er echt stark. Aber was meine Frage ist, einfach für mich so, in welchem Sinne Antonio und, wie heißt es nochmal? In welchem Sinne die bei der letzten Übung stärker waren oder was die von mir unterscheidet? Okay. Kann ich das beantworten? Gerne, ich hätte es auch gerne gemacht, aber mach du gerne. Also irgendwie ist das auch ein Teamsport, du hast nicht einmal abgespielt. Stimmt leider, ja. So, das ist ich schwöre, Cash-Karte, ich habe mir genau das gleiche gerade gedacht. Bitte, fang jetzt nicht an zu diskutieren, geh einfach raus und lass einfach. Weil wenn er es wirklich ist, es ist der beste Abgang. Und du hast nach ein, zwei Durchgängen, war das wie, als ob du einen halben Tag Leg Day hattest. Also du standest wackelig auf den Beinen. Du standest wackelig auf den Beinen und du warst nicht mehr so spritzig einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Ja. Auch noch mal ganz kurz, weil du, wie gesagt, auch eklig gespielt hast. Ich fand das gut. Aber Antonio, wie er an Seyhan... Was meinst du, Arda, die wissen es davor? Seyhan für mich als Topfavorit vorbeigezogen ist mit seiner Dynamik. Ja. Ganz weit vorne, weißt du? Stimmt. Du warst gut. Die waren aber noch ein Ticken besser. Seine Dynamik war geisteskrank, habe ich selten so gesehen. Und was Blair da gemacht hat, ich glaube, da müssen wir uns einig sein. Seine Technik, das war schon fast eine Machtdemonstration. Nimmt den Ball, pflückt, Scheißball kommt. Er pflückt den da so runter, geht richtige Kommandos, lautstark. Das ist natürlich so, wo ich sage, du warst richtig gut. 1860 München, glaube ich dir. Kann sogar sein, dass du Nationalspieler bist. Kann alles sein. Aber die waren halt so, wo ich sage, wow. Und Seyhan ist für mich so nochmal... Alle auf einem krassen Niveau, aber Seyhan ist eh noch mal eine Stufe drüber, weißt du? Was ich damit sagen will, du warst überhaupt nicht schwach. Du warst richtig gut, aber die waren halt noch mal auffällig stärker, ja, weißt stimmt. du? Also, das ist so der einzige Grund. Ja, zwar das Passen und sein Touch und seine Dynamik. Okay. Dynamik, Touch, Technik, ja. Und bei dir war es
unangenehm, gut, aber da nochmal einen Ticken besser. Das war das Einzige. Dann Ari. Aber ich finde geil, wie er reagiert, der Junge. Digga, dieser Ari macht mir irgendwie Angst, dass er es irgendwie ist. Ich schwöre, wegen Iran. Auch nicht so eine krasse Nation. Tut mir leid. Casey? Kann ich als Letzter sein? Okay. Ich bin auch bei Ari. Ari, bei mir? Ich muss nichts mehr sagen. Okay. Aber vielen, vielen Dank, Ari, dass du mitgemacht hast. Sehr, sehr guter Spieler. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er es ist. Ich weiß nicht warum. Spieler, ja? So, Freunde, ich habe es euch ja versprochen. Das Halbfinale mit einer Extrem-Challenge. Es geht. Machen wir das. Wir können. Ich muss sagen, ich finde die Challenge gut, weil. Ich bin gespannt. Erster Kandidat. Dann kannst du starten, wenn du ready bist. Gut, gute Bewegung. Aber schon stark. Boah, das. Guck mal, wie elegant er das gelöst hat, ne? Schon gut gemacht, ey, muss man sagen. Muss man schon sagen, hat er schon gut gemacht. Habibi, stabil. Seyan, sehr, sehr gut. Ein Durchgang noch, Seyan. Okay, Seyan, gerne. Oh, das macht er richtig elegant. Doch, er macht mit links. Er hat einmal mit rechts und einmal mit links elegant gelöst, ne? Sehr gut, Seyan. Reicht schon, oder? Blärt, wenn du ready. Also, er kann aber auch trotzdem, er kann bei Nürnberg spielen, aber ist trotzdem nicht der Nationalspieler vielleicht, ne? Also. Wenn du bist, kannst du gleich gerne starten. Boah, der macht das aber auch gut. Obwohl er stabile Statur hat. Wurde er einmal gestört oder wurde einmal gepackt? Nee, ne? Nee. Auch elegant gelöst, ne? Aber Sane ist halt mit mehr Tempo durchgegangen. Ja, Sane war geschmeidiger. Gerne. Macht der Übersteiger, geil. Boah, gut. Also der war auf jeden Fall in der Jugend, hat da irgendwo mal gespielt. Der Mann hier. Also er spielt nicht zum ersten Mal Fußball, er kann schon was. Aber ich glaube, er ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, hat ein bisschen zugenommen und so. Oh, ist das, was ich meine? Hat er richtig gut gelöst, ne? Hat er stark gemacht. Gut so! Wow! Antonio, wenn du ready bist? Jeden Samstag, ne? Weißt du, was man nach Leverkusen spielt? Ehrlich? Ja, ja. Ja, guck mal, das war jetzt ist auch schwieriger für ihn. Ja, genau. Aber macht er trotzdem elegant. Auch nicht schlecht. Oh, macht er. Stark, Antonio! Gut, stark! Antonio. Ist er einmal ins Straucheln gekommen? Das denke ich, Kiziti. Ich denke, dass er bei der U23 spielt bei Nürnberg. Aber ich denke nicht, dass er der Nationalspieler ist. Ich weiß nicht warum. Der gut gelernt bei Thomas. Kannst du aus Thomas irgendwie. Konntest du aus dieser Challenge jetzt was erkennen? Nur, dass Seyan mit mehr Tempo reingegangen ist, durchgegangen ist. Alles war stabil. Ein Durchgang noch, ja. Kein Bock mehr. Beide, alle drei waren gut, muss ich sagen. Haben sehr stark gemacht. Gerne. Ja, du bist verarscht. Wow. Da wollte ich einfach nur durch. Ja, da wollte der Kopf durch die Wand. Dankeschön. Danke, Antonio, ja. So, Freunde, ich hoffe, die Challenge hat euch erstmal gefallen. War auf jeden Fall wieder sehr aufschlussreich. Für mich hat es persönlich... Oder lass mal Casey gerne anfangen. Ja, ich fand, ihr habt alle drei gut gemacht. Das kann auch sein, Lujo FN. Seyan hat es für mich... Wird hochgeladen als Reaction, yes. Wieder am besten gemacht. Also ihr seid bis hierhin gekommen. Ich finde euch alle drei stark. Eigentlich bin ich schon fest der Meinung, dass es Seyan ist. Also es nimmt sich nicht viel. Ich weiß gar nicht, wen ich rauswählen soll, weil für mich ist es halt Seyan. Und der Rest der Jury soll sich aussuchen, wer jetzt in der letzten Runde rausgewählt wird. Also für mich hat er elegant gelöst. Macht er schlau. Macht er clever. So, Jamie, wen wählst du raus? Einfach jetzt nur von der Challenge zu sagen, würde ich Antonio rausnehmen, weil er der Einzige ist, der einmal nicht durchgekommen ist. Aber eigentlich hast du es auch gut gemacht, genauso wie die anderen. Also sehr schwer. Aber ich würde Antonio nehmen. Ich gehe auf jeden Fall mit. Also ich muss ja die Challenge bewerten, sonst ihr seid alle im Halbfinale. Ihr seid alle richtig gut. Aber für mich hat Seyan am elegantesten gelöst, auch mit am meisten Tempo noch gelöst. Danach hat es Blair noch sehr elegant gelöst. Gute Bewegung, schöne Bewegung. Und Antonio wollte diesen Reifen fressen, so, weißt du, er wollte ihn am Ende aufessen. Ich mag deine Dynamik, ich finde, du bist ein geiler Fußballer, so richtig dynamisch, aktiv. Aber das war dann bei den anderen ein bisschen geschmeidiger, wie die es gelöst haben. Deshalb würde ich Antonio rauswählen. Ich muss leider meinen Bruder Antonio rauswählen. Vom Mensch her, erstmal als Mensch, geiler Typ. Fußballer auch, super Spieler. Gefällt mir, aber du hast halt leider verkackt. Ich würde Antonio gerne mal so, den würde ich wirklich gerne mal so gegen BHK, gegen eine Regionalliga-Mannschaft spielen sehen. Real Talk. Den würde ich gerne mal im Sturm oder rechts außen gegen eine Regionalligamannschaft sehen wollen. Interessiert mich auch, wo der spielt. Bin ich mal gespannt.
Der letzte Durchgang. Du warst auch kaputt, hast vorher gesagt, deswegen. Aber. Er will reden, er hat Bock, was zu sagen. Ja, also, um ehrlich zu sein, muss man auch ehrlich sagen, hier ist brutal kalt. Mich friert es die ganze Zeit, wahrscheinlich sieht man später auch in den Aufnahmen. Aber nee, wie gesagt, die Jungs haben stark gemacht und wir waren alle stark. Aber. Ja. Genau. Genau. Naja, irgendwann alle kaputt, waren gut. Ich denke, Antonio, das nimmt sich nicht mehr viel. Ehrlich nicht. Das ist alle auf einem guten Niveau. Danke dir, mein Bruder. Jetzt sind auch Antonio. Mir ist echt egal. Weil er hat halt dieses Defizit in der Story, was für mich die ganze Zeit in meinem Kopf ist. Ich kann es nicht vergessen. Blair ist für mich von der Spritzigkeit und von der Körperlichkeit kein Nationalspieler. Deswegen ist mir egal, Digga, Casey's, bekommt. Für mich Casey's ist Calls sind manchmal gut, auch aber gar dann schlecht, haben wir erstmal die Entscheidung getroffen. Vielen Dank, Antonio, ja? Dankeschön. Stark. Stark, Bruder. Finalste Position kriegt der 2. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, Blair, wenn ihr ready seid, könnt ihr starten. Okay. 0 Punkte. Ich bin gespannt, ob er noch einen direkt wagt. Okay. Ah, okay. Aber er braucht einen Ball. Sayan spielt die Bälle auch mit richtig Schnitt. Das ist schwer, den. Hat er trotzdem gut genommen. Ja. Aber er wollte den flach. Ja. Hat er angesagt vorher. Okay. Wenn wir unbedingt ein Tor machen, ne? Den wollte er haben, so sicheren. Noch einer. Einer kommt noch, ein Ball fehlt noch. Hast du noch den zweiten? Tschüss. Kaugummi? Oh, lass den noch durch. Dankeschön. Hat mir jetzt nicht so gefallen, muss ich sagen. Dankbarer Ball. Jawohl. Ja, die Hitter gut, aber die Annahmen sind nicht clean, finde ich. Ja. Technisch gut. Die Bälle sind auch kacke, das stimmt auch wiederum. Die Bälle sind auch nicht gut, finde ich. Guter, das war ein schöner Ball. Schöne Annahme. Boah, stark, Junge. Schönes Tor. Geiler Durchlauf. Geiler Ball, geile Annahme, geiler Dropkick. Das war wirklich ein sauberer, sehr schöner Durchgang. Das war technisch echt stark. Ja, schöner Ball. Ja. Guter Touch. Boah, ich fand den Touch nicht gut. Fandet ihr den Touch gut, Chat? Boah, stark, Junge. Schönes Tor, Blair. Schöner Ball. Ja. Ich fand den Touch gar nicht gut. Guter Touch. Der sagt guter Touch. Das war kein guter Touch. Ist der stabil, Mann. Gute Annahme. Auch keine gute Annahme. Oder der Ball liegt tot vor dir. Auch keine gute Annahme. Meiner Meinung nach. Wir haben aus diesem Sale Messi. Er hat ja gerade gesagt, gute Annahme. Guter Touch. Ist der stabil, Mann. Gute Annahme. Dennis? Weiß ich nicht, Dennis. Wir haben aus diesem Sale Messi. Aber er spielt richtig stark, Mann. Der ist richtig gut. Ist super, ich höre, der kann zweite Liga spielen. Aber wo spielt der nochmal? U23 bei Nürnberg. Sayan! Willi lacht, ne? Er hat gerade angerufen. Was hat er gesagt? Der ist richtig gut. Ist super, ich höre, der kann zweite Liga spielen. Aber wo spielt der nochmal? U23 bei Nürnberg. Sayan! Willi lacht, ne? Willi lacht? Er hat gerade angerufen. Oh, nimm den direkt. War gut. Der war drinne. War der? Nein, war der nicht. Nein. Ich feiere so eine Annahme viel mehr, ne? Wenn du den Ball so mitnimmst, dass er direkt für dich bereit liegt. Blärt! Nein. Bitte. Warte mal. Eine Aktion. Wow. Zeig. Krallas, Lani, ich zeig euch mal einen Ball jetzt, ja. Chom-li. So. Ein Schuss, dann setz dich wieder. Das ist nicht so schlimm. Egal wie, Bruder. Bring hoch. Mal her. Ja, Bruder, nicht auf links. Nicht auf noch links, ein, noch auf ein. Rechts. Ich darf mich nicht blamieren. Nein, mach auf gar keinen Fall Dings. Verletzung. Er will direkt nehmen, glaube ich, ne? Oder so. Ja, auf links. Oh, Bruder, den so mit links zu nehmen, Mama Mia, Digga. Ei. Bruder, den mit links so zu nehmen, boah, brutal. Links, Verletzung oder so. Ja, auf links. War da krass, ich schwöre krass genommen. Da merkst du halt direkt, Digga, der ist Bundesligaspieler. Ich würde den niemals so nehmen können. Ich würde den Ball nicht mehr treffen, glaube ich. Oh, wow. Okay, der war stark. Das ist nicht so Qualität. Hast du dieses Adjustment gesehen? Diese Kurzkörperwechsel. Reicht schon. Reicht. Krass. Genug gesehen. Hast du gesehen?
Der mit links war super, ne? Arsch. Lass ihn doch rein, Torwart, ja. Der war so schön. Der war wirklich aber brutal. Finale Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen. Für mich war es eigentlich relativ klar. Ich glaube, so der Nationalspieler für mich ist und bleibt Seyan. Türkei U21 ist auch hochgegriffen. Beste, hat am souveränsten ausgesehen. Seine Bälle, der spielt... Alle werden Seyan sein. Da muss war immer alles. Fußballerisch hat er mich auch überzeugt. Dann haben wir... Also, Leute, ich... mach was ganz Wildes jetzt. Ich sage, dass Seyan in der U23 bei Nürnberg spielt. Und vielleicht laber ich jetzt irgendwie Scheiße, aber ich mache jetzt mal was Exotisches. Ich sage, der von Iran ist es. Ich sage einfach mal so ein Call. Hau ich jetzt einfach mal raus. Ich sage, alles stimmt bei Seyan, aber er ist kein Nationalspieler. Haben wir eine relativ deutliche Entscheidung? Weil ich denke einfach noch, dass Türkei U21. Oder? Also er war schon stabil. Er war schon stark. Also er war auch schon besser als alle anderen gewesen, ja. Ist langweilig, wenn ich sage, dass er es ist. Jeder sagt, er ist es. Seyan. Ja, er wird es wahrscheinlich auch sein, aber irgendwie... Dann würde ich mal sagen... Irgendwie will ich es nicht wahrhaben. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie sage ich einfach, der kleine Sympathische ist es. Der von Iran. Ja, komm, ich gehe einfach mit ihm. Scheiß drauf. Also ja, jeder wird sagen, Seyan ist es. Und ich denke es eigentlich auch, weil er auch am besten performt hat, muss man einfach so ehrlich sagen. Der war einfach technisch am besten. Der war explosiv am besten. Der war alles am besten. Ich wollte schon gerade sagen, darf Seyan nach vorne kommen? Ja. Schon so sicher bin ich mir. Aber auf jeden Fall darf jetzt der Nationalspieler bitte nach vorne treten. Ja, ich hab doch vorgegeben. Tschüss. Warum nochmal? Seyan. Ja, okay, war klar. Ja, war klar. Ja, so, was soll ich sagen? So, da gehört der Ball hin. Wie? Nein! Er war auch klar. Aktuell, du nicht? Bruder! Also, Seyan, du hast. Krass, U21 Nationalspieler. Der hat aber auch am besten performt. Muss man einfach so offen und ehrlich sagen. Der hat das wirklich auch am besten gemacht. Der war explosiv. Der hat gut nach vorne verteidigt. Der hat es definitiv verdient. Er hat es wirklich gut gemacht. Und ja, hat es Willi auch schwer dann, ne? Hat es auch schwer dann, Willi, gegen ihn, weil türkischer Nationalspieler, Rechtsverteidiger, hat er stark gemacht. Hat auch genau, ich sage, ey, das ist ein krasser Punkt. Ich finde, Ali, wie du sagst, seine Aura, krass, das ist wirklich ein guter Call. Seine Aura, daran merkst du einfach, der Junge ist professionell, sage ich jetzt mal, ne? Hat aktuell 16 Spiele und 5 Assists. Krass. Man merkt einfach an seiner Art und Weise, wie er sich verhält. Man merkt das einfach. Krass, ey, wirklich. Profivertrag bis türkischer Nationalspieler, das ist alles wahr? Profivertrag nicht. Türkischer Nationalspieler, ja, U21. Wo mein Profivertrag jetzt dann zustande kommt, ich habe noch 6 Monate Vertrag. Ob es dann in Nürnberg oder woanders sein wird, ist halt jetzt noch das Fragezeichen. Kommt halt drauf an, genau. Aber du bist... Ja, wie du auch performst, Bruder, weil es ist ja nicht safe, dass du einen Profivertrag bekommst. Aber natürlich, ich hoffe es für dich, inshallah. Aber es hat sich gerade so angehört wie so, ja, es wird safe passieren und ich krieg's aber, weiß noch nicht wo. Ist bei Nürnberg U23, das stimmt, also 1. FC Nürnberg U23 und... Bei den Profis habe ich auch mal ein Testspiel mitgemacht, genau. Aber der Junge hat auf jeden Fall Potenzial, der ist echt gut, muss man sagen. Muss man sagen, der hat es echt gut gemacht. Und ja, ich wusste auch, dass er es ist oder hab's auch gedacht. Aber weil jetzt jeder gesagt hat, er ist es, dachte ich einfach mal, ich komme aus der Komfortzone raus und sag einfach mal jemand anderes. Und aber wo jetzt dann, also wo ich dann meinen ersten Profivertrag unterschreiben werde, stand jetzt, wissen wir es noch nicht, genau. War Kenan Yıldız auch bei der U21? Genau, Kenan Yıldız, Arda Güler, mit denen habe ich zusammengespielt. Mit denen hast du zusammengespielt? Genau. Okay. Mit solchen Spielern habe ich zusammen gespielt. Gab es schon Gespräche mit Nürnberg? Ja, Gespräche gab es, aber jetzt mehr nichts kann ich nicht sagen. Nichts Konkretes. Ja. Jetzt habe ich noch 7 Monate Vertrag bis Sommer nächstes Jahr. Und was dann zustande kommt, dann sieht man das, wenn es soweit ist. Kommst du in Stuttgart, Abi? Ich habe noch was Kleines für die Jury. Ich habe ein Trikot dabei. Aha. Aber nicht von Nürnberg, oder? Nein. Das Trikot war bei meinem zweiten Länderspiel gegen Österreich, genau. Da habe ich unter anderem gegen Yusuf Demir gespielt. Der war bei Barcelona. Dann ist er zu Galatasaray gewechselt. Ey, geiles. Cool. Eigenwerbung. Sehr schlau.
Stark. Aber ich würde immer sagen, guck mal, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Danke dir. Stark immer. Sehr schönes Trikot. Darf man das verlosen? Dankeschön nochmal, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Immer gerne. Ich hatte echt viel Spaß hier, die Jungs. Korrekter Junge, gut gemacht, alles top. Mag ich. Schon auch top hier. Genau. Aber nicht auf deinem Niveau. Ich würde aber... Dankeschön. Ich blende das, aber das ist ein guter Moment, weil ich kann das Trikot eh nicht. Ich würde das an meiner Community verlosen, wenn das für dich cool ist. Gerne. Ich glaube, die freuen sich extrem darüber, auch wenn ich es sehr gerne behalten würde. Also einfach Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Schreibt einfach gerne, warum ihr das Trikot haben wollt. Gerne auch unterschreiben, wenn du magst. Dann klar, kann gerne, die Jury, wenn ihr wollt, auch unterschreiben. Ja, komm. Nee, der ist Nationalspieler, nicht wir. Danke, hier direkt auf den Play auf dem Mann. Bruder, jetzt mach mir dein Gefühl. Hier, oder? Sag nicht, Bruder. Ja, wie viele Leute, wir blenden es nochmal ein. Ey, Leute, lasst Liebe da, lasst wirklich mal ein Abo da. Das ist geil, er hat's verdient. Gucken die Videos, abonnieren den Kanal, aber nicht den YouTube-Kanal. Nein, nein. Ich glaube euch. Antonio, 23 Jahre alt. Jahre alt. 23. Wie alt? 23. Habe ich nicht gesagt. Darf ich dich was fragen? Ja, gerne. Du musst ja die Leute davon überzeugen, dass deine Geschichte wahr ist. Okay. Warum machst du aus 23 18? Warum hast du nicht so 21 gemacht oder so? Ich will das nur verstehen. Erster, passt doch, oder? Geil, Mann. Ja, ich spiele mit dem Luis zusammen. Den kennt man noch von Find the Bro Auswahl. Ah, Luis. Ach, Luis Ribeiro. Genau, Luis Ribeiro. Genau, und. Ja. Welche Liga? Verbandsliga ist das? Spielst du Fußball? Verbandsliga, genau. Aber der ist, Luis ist doch Ding, weißt du? Du weißt, ja, das ist unser Mann. Folge. Ja, bester Spieler. Hat die gut spielst gefallen? Du auch von Anfang an? Natürlich. Ja, mich, das ist wichtig. Dankeschön, ja. Arif, Deutschland. Hätte er Deutschland nicht gesagt, wäre er vielleicht ein Finalist. Ja, hätte er gesagt Kosovo oder... Hättest du irgendwas anderes gesagt, aber Deutschland war schon... Serbien. Also, bei mir hat alles gestimmt, bis auf, dass ich 18 bin. Ich bin 28. Abo! Er ist 28! Also, ist alles vor 10 Jahren passiert. Ich habe für die deutsche und für die türkische Nationalmannschaft gespielt. Oha! Bin dann Profi in Augsburg geworden, zwischen 2013 bis 2017. Was? Guck mal, Chat, was alles rauskommt, wo man gar nicht mit gerechnet hätte. Wir hätten niemals damit gerechnet, Chat. Niemand von euch. Und dann über Umwege bin ich jetzt, habe ich jetzt gegen euch... Alter, krank. Find the Pro-Auswahl gespielt, also ich spiele aktuell bei Türkgücü München. Bin Linksverteidiger. Also der Probleme hatte gegen uns, ne? Nee, der den schönen Freistoß da geschossen hat. Hast du gespielt? Ja, zweite Halbzeit habe ich gespielt, ja. Also dieses Freistoß. Freistoß-Tor gemacht? Nee. Nein, diese Flanke. Boah, ich weiß, kann sein. Du achtest ja nur auf unsere Spieler. Ja. Du warst Profi in Augsburg? Ich war Profi in Augsburg, genau. Zweite Liga, erste Liga, was war das? Damals in der ersten Liga. Damals bin ich mit 17 zu den Profis hochgekommen. Ich habe davor schon mit 16 mal bei den ersten trainiert. Hast du Bundesliga-Einsatz gehabt? Nee, leider nicht. Zweitliga-Einsatz oder so? Also Augsburg war, seitdem ich oben war, nicht in der zweiten Liga. Aber du hast U-Nationalmannschaft Türkei gespielt? Ich habe U18, U19 Türkei gespielt, 11 Länderspiele. Und krank. U16 und U17 habe ich 3 Länderspiele gemacht, aber damals... Digga, der hat doch einen richtig guten Schuss, der Junge. Sag mal seinen vollen Namen. Sag mal kurz seinen vollen Namen. Arif Ekin. Guck mal, er spielt jetzt noch 28, 95 geboren. Krass, Digga. Crazy. Er hat bei Bayern München gespielt in der Jugend. Dann zu Augsburg, dann ist er da wirklich wahrscheinlich Profi geworden. Auch 100.000 Euro Marktwert. Okay, krass. Hier, ey, Digga, er hat sogar für Deutschland. Crazy. Deutschland, U17, U16. Türkei, U18. Boah, nicht schlecht, Bruder. Krass. Wie heißt der andere? Wie heißt der andere nochmal? Ceyhan, ja? Heißt er Ceyhan? Ceyhan. Moment. Ceyhan. Yigit. Nürnberg 2. 125.000 Mark. 20 Jahre. Ey, der Jungs, der ist 20. Der Junge hat noch eine Zukunft vor sich. Hat wirklich hier U21, 3 Länderspiele. Not bad. Krass. Boah, der hat 16 Spiele, 5 Assists.
Bruder, das heißt, der Willi hat Willi gar nicht gespielt bei Nürnberg? Das muss ja heißen, dass Willi fast gar nicht gespielt hat bei Nürnberg. In der Regionalliga. Doch. Der hatte Rotsperre. Ach stimmt, Willi kam sehr spät, ne? Ah, Willi kam erst am 14. Okay. Ist halt kacke, wenn du da zwei geile Kicker hast. Ist halt richtig kacke. Oder vielleicht einen vorziehen? Eventuell einen vorziehen? Hab ich den Namen falsch geschrieben? Ist doch Niklas, hä? Stark. 7 Spiele, schon 2 Assists. Und er ist spät gekommen. Ist halt kacke, wenn du so 2 Spiele hast, die Rechtsverteidiger sind und beide sind gut. Ist halt nervig. Da musst du halt versuchen, irgendwie einen irgendwie hochzuziehen. Vielleicht. Naja. Okay. Als waren halt meine Gegner Leroy Sané, Gnabry, Kimmich. Ach, du hast für Deutschland gespielt? Genau, Deutschland und Türkei. Also ich habe beide Länderspiele, Nationalmannschaften gespielt. Heftig, ne? Aber du siehst mal, das sind Props, niemals aus wie 28. Ja, ich bin ein bisschen jung gehalten. Never. Oder ich bin ein Jahr jünger als der Bruder. Ich bin 5 Jahre älter aus. Guck mal, ich sehe ein Jahr, er ist mein Jahr, bis 95er dann, ne? 95er, genau, ja. Ich sehe aus wie Rentner und du siehst noch so, wir reden danach, wie du mir ein paar Tipps gibst, wie ich mich frisch halten kann. Alles klar, mach ich. Zu alt, so jung, ne? Danke dir, Arif, ja? Gerne. Aha. Abdul. Wo ist der Ball? Du hast doch gesagt, nachher werdet ihr sehen. Auf jeden Fall, meine Geschichte war alles eine Lüge. Libanon stimmt gar nicht, Levante stimmt auch nicht. Also, wir kommen... Oh, irgendwas kommt jetzt. Ich komme auf jeden Fall von einem armes Land, Syrien. Ich bin Kurde. Mein Vater hat ein Haus auf jeden Fall in Deutschland, in Syrien. Wir sind nach Deutschland umgezogen. Ich bin seit 8 Jahren hier in Deutschland. Ich wollte einfach meinen Traum, einfach Fußballprofi zu werden. Wir waren hier in Deutschland. Das war noch... Mein Onkel meinte zu mir, du bist einfach talentiert, du bist gut, Technik gut. Dann, er meinte, es gibt halt Fußballakademie, so wie Fußball in Spanien, Leganés. Das hast du gehört, Blend, mein Bruder. Ali Can, mein Kollege. Blend ist mein Bruder. Nee, hör auf, Leganés, bitte. Nicht mehr diese Leganés-Story. Auf jeden Fall. Oder wie viel hab ich gehört? Nein. Ist auf jeden Fall mein Bruder, ja. Wir sind auf jeden Fall zusammen dahin gegangen. Mein Vater hat sein Haus verkauft. Blend hat doch von seinem... Was bitte? Dein Vater hat ein Haus? Mein Vater hat sein Haus verkauft für uns beide, damit wir in Leganés was machen. Wir sind auf jeden Fall dahin gegangen. Wir hatten einfach immer keinen Reisepass. Wir mussten, der meinte, ich glaube an euch, wir fahren mit Auto. Wir sind 2500 Kilometer gefahren bis nach Spanien. Wir wurden auf jeden Fall verarscht. Bruder, guck mal, warte, er erzählt, sein Vater hat sein Haus verkauft. Die sind 2500 Kilometer nach Leganés gefahren, um da zu trainieren, um verarscht zu werden. Das ist der dritte jetzt. Bruder, aber ich kann es irgendwie nicht ganz glauben. Mit Haus verkauft ist schon krass. Haus verkauft ist schon... Aber ja, Leganés ist... Also wenn es wirklich stimmt, sind es der Richtige. Ist krank. Bruder, wie kann... Sein Vater verkauft sein Haus dafür, dass er Profi wird, der Junge. Erstmal Respekt. Bruder, hat mal so einen Vater, der so an einen glaubt. Ich bin auf jeden Fall 17, nicht 16. Aber auch noch jung. Ja, also... Der hat halt sein Haus verkauft, wir waren halt da. Also wenn es wirklich stimmt, tut es mir sehr, sehr leid für den Jungen hier. Krank. Wie kann man so Scammer sein, ja? Ich bin halt sehr verarscht, kein CD bekommen, nichts bekommen. Die Geschichte war einfach so, da sind so 17 Leute, 16, 15 Leute vielleicht so ungefähr. Manche kommen von Österreich, ich kenn's Ali Can, der kam von Österreich. Ich bin mit meinem Bruder da hingegangen, ich habe gesagt, ich nutze die Chance, ich gehe da hin, ich mach was. Ich bin da hingegangen, ich habe eigentlich gut gespielt. Ich habe hier das Spiel Stamm gespielt. Vielleicht die letzten 10 Minuten rausgegangen, weil da waren sehr viele Leute, jeder musste sich beweisen. Und dann am Ende, der sagt, du kannst CD bekommen, also am Anfang hat er das erzählt, am Ende kriegt jeder sein CD und er kann so Mannschaft zeigen, zum Beispiel Dortmund, Köln und so. Ich sag hier, ich habe mit Leganés trainiert. Und danach, 5 Uhr war mein Flug, am Tag davor noch, der meinte, nein, du kriegst dein CD nicht, dein Bruder auch nicht.
Dann er so, ihr kriegt eine Woche später, wenn ihr da seid, in Deutschland, ich bin in Deutschland, ich rufe den an, ich schreibe den an. Er beantwortet mir nicht und dann sagt er so, ich gebe euch doch die CD nicht. Im Hotel, ihr habt zwei Flaschen. Wir mussten um 5 Uhr schon dahin gehen. Um 5 Uhr schon, also mit Auto fahren wieder zurück. Mit Auto wieder zurückfahren. Und dann meinte er so, weil ihr zwei Flaschen auf dem Tisch gelassen habt, so als Ausrede mäßig. Also das sind so zwei normale Flaschen, so Wasserflaschen, was wir auf dem Tisch gelassen haben. Er so, wegen sowas, das ist so Frechheit so, wegen zwei Flaschen, ihr kriegt euer CD nicht. Wir sind nach Hause gegangen, wir kommen auf jeden Fall nach Deutschland. Ich küsse auf jeden Fall meinen Vater, ich danke ihn auf jeden Fall und ich gebe niemals einfach gar nichts. Guck mal, ich check gar nichts mehr, Digga. Keine Ahnung, ob es stimmt, ob es nicht stimmt. Ich sag euch ehrlich, Chat, ich weiß es nicht. Aber bester Mann. Das werde ich auch nie herausfinden. Kurze Frage nochmal. Wie viel Geld hast du jetzt liegen lassen? Also viel Geld wurdest du betrogen? Ich will es nicht so übertreiben, aber 15 bis 17 auf jeden Fall. Für beide oder nur für dich? Aha, für beide. Für mich und meinen 15 Bruder. Bis 17.000 Euro. Guck mal, es reicht. Ich habe das ja sowieso in der letzten Folge gemacht. Ich schwöre es dir, ich fliege mit meinem Anwalt, ne? Fliegen wir mal dahin und wir holen dein Geld wieder. Ich nehme meinen Anwalt mit, wir fliegen nach Leganés und dann machen wir mal ein richtig geiles, interessantes Video. Das würdet ihr doch gucken, oder nicht? 100%. So wie wir die mal auseinandernehmen. Wir fliegen mal mit meinem Anwalt nach Leganés und fragen mal nach. Stell mal vor, dann am Ende des Tages kommt raus, Leganés hat nichts gemacht. Überleg mal. Abo! Und die Jungs, die hier gesagt haben, die haben uns gebumst, die haben es einfach nur als Ausrede genommen, mäßig, um so zu sagen, weil die, überleg mal, Abo. Erster in der zweiten Liga gerade in Spanien, ne? Vielleicht übertreiben die es auch und es ist einfach eigentlich eher viel harmloser. Das ist ja SSV Barcelona. Bezirksliga habe ich gespielt, Landesliga habe ich gespielt, mit der ersten Mannschaft, Westfalenliga habe ich gespielt, aber seit gestern bin ich vereinslos, ich habe mich abgemeldet. Du bist gut, aber diese Story dahinter, dein Vater verkauft sein Haus, die ziehen euch ab, 17.000 Euro einfach weg, das ist krank. Und das war halt so krass, so, wir hatten keinen Reisepass, er meint so, jetzt Leganés, wir müssen dahin. Mein Vater meint so, komm, ich nehme euch mit, wir sind eingegangen. Der hat auch seit kurzem seinen Führerschein gemacht, wir sind auf jeden Fall dahin gefahren. Ehrenvater, ehrlich, nicht jeder Vater supportet so. Props an deinen Vater, Respekt. Ehrlich, aber wir bleiben in Kontakt, wir machen diese Leganés. Mann, ich habe keine Ahnung, am Ende werden wir herausbekommen, was es ist. Ich weiß nicht, was Sache ist, ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meinung, es kann alles sein. Es ist schon der dritte jetzt gewesen, oder was? Okay, dann mal gucken. Keine Ahnung. Dann werden wir sehen. Dann muss es ja wahrscheinlich stimmen. Dann wird es ja wahrscheinlich stimmen. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ihr müsst nicht mich fragen, Chat. Ich weiß es wirklich nicht. Leganés-Tour. Das danke reicht. Also das war jetzt dann, der dritte Fall. Ich bin auf jeden Fall, das war ehrlich, ich bin seit 3 Uhr unterwegs. Glaube ich dir. Und ich konnte einfach nicht schlafen. So. Der macht Musikbox an. Ich konnte einfach nicht sagen. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es der Verein ist, genau das meine ich, sondern vielleicht eher so ein Berater oder irgendwie ein Zwischenmann, aber nicht legal ist der Verein, kann ich mir nicht vorstellen. Und das war meine letzte Rettung bei dir, Diyar, wenn du mir helfen kannst, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar. Ich hab doch gesagt, hast mein Wort, wir fliegen nach Leganés, wir machen das. Ich nehme meinen Anwalt mit und dann machen wir das zusammen. Dankeschön. Ich küsse auf meinen Vater und ich küsse auf mein Nest im Charter. Mujo, mein alter Trainer, der immer an mich geglaubt hat und mein Friseur Menzu. Dankeschön. Gerne, ja. Bei mir war es mit Bosnien erstmal gelogen. Ich bin Kurde. Ich bin auf Bosnien gekommen, weil wir auch gegen die Spiel hatten. Früher in der Ukraine was gespielt. Danke. Kilometer hin, zurück, meine Mutter immer von der Schule geholt. Kosovo habe ich noch nie gespielt. Aber Deutschland, natürlich. Deutschland habe ich gespielt. Siehst du, ich wusste, dass er irgendwie mal ein Baller war in der Jugend. Wie alt bist du? Ich bin 22, ich werde jetzt 23. Ich wusste, dass der irgendwie hier mal höher gespielt hat in der Jugend. Hat man auch gesehen. Selber Jahrgang wie Jamie. Danke, Bled, ja? Sieh durch, Mann. Steig auf. Viel Erfolg. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, nimm, die Bühne gehört dir. Ich grüße noch Anthony. Irgendwie von dem Trainer dort in Golfen. Darf ich auch noch jemanden grüßen? Kann der Torwart sich auch vorstellen, bitte? So, ich bin der Aladin Bidoui. Ich komme aus Regensburg. Hab in Tunesien zweite Liga gespielt, von U14 bis U19. Und hier in Deutschland spiele ich bei Sulzbach in der Bezirksliga. Torwart war eigentlich gut. Stabil. Er spielt bei 68, ja? Krass. Willst du noch jemanden grüßen? Ich will meine ganzen Jungs grüßen aus Regensburg und meine Familie auch noch. Stark. Dankeschön nochmal an das Fußball-Set. Wollt ihr nochmal hören? Ja, eigentlich schon. Das stimmt, ne?
dort in Iran. Hab genau bei mir geladen und danke an euch, dass ihr mich auch eingeladen habt. Danke, dass ihr warst. Arin, bitte das auf Kurdisch, ja? Hä? Nein, Spaß, ne? Nein, ne. Genau, bei mir hat eigentlich fast alles gestimmt, bis auf, dass ich dann irgendwie von dem Trainer dort in meinem Heimatdorf berufen wurde oder so, in die Nazio. Also ich war auch dort in Iran, hab da mitgespielt und da waren auch tatsächlich Nationalspieler in diesem kleinen Mini-Verein, wo ich ausgeholfen hab. Und jetzt gerade spiele ich bei 60. Das stimmt. Was? Ach, ja, 60, cool. Das stimmt, das stimmt. Und genau. U19 Bundesliga, oder? Ja, A-Junioren Bundesliga, U19. Crazy. Also ist ja, so gesehen wäre er in einer, in einer anderen Folge wäre er der Pro, so gesehen. Bist du Stammspieler? Also, ja, eigentlich schon. Bis jetzt oder spielst du öfter? Bis jetzt habe ich jedes Spiel gestartet eigentlich. Ja. Also, du bist auch 18? Gut, ne? Ich bin 18. Ja, stabil, viel Erfolg. Digga, der ist so sympathisch, der Junge. Sie weiter durch, genau. Ja. Darf ich auch noch jemanden grüßen? Der Schritt ist nicht mehr weit entfernt von dir. Bühne gehört dir. Genau, ich grüße meine ganze Mannschaft. Wie hieß der nochmal? Sag auch nochmal, wie er heißt. Den checken wir auch nochmal ganz kurz ab. Wie heißt der nochmal? Wie hieß der nochmal, Chat? Arin? Aha, hier. Arin Garza. Krass. U19 Bundesliga. Hat er nicht gelogen, hat er wirklich die Wahrheit gesagt. Nicht schlecht. 14 Spiele hat immer eigentlich gestartet. 3 Tore, 1 Assist. Ist okay. Ist okay. Not bad. Hier ist er. Arin Garza. Stark, Digga. 17 Jahre alt. Stark, Bro. 19 Bundesliga zu spielen ist schon stark. Sag ich euch ehrlich. Das ist schon gut, Digga. Und auch 1860 ist ja nicht schlecht. 1860 ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Stark. Gut, Leute. Das war es mit der Reaction auf Find the Pro.